Zunächst mal herzlich willkommen jetzt beim Podcast vom Wiegand, der Eike von Keines Weibes Knecht. Vielleicht stellst du dich ganz kurz mal selber vor. Also, was du machst, seit wann du das machst und warum möglicherweise auch noch. Ja, hallo, ich bin der Eike von Keines Weibes Knecht und ich mache Living History Reenactment oder wie auch immer man das nennen mag, seit bestimmt 25 Jahren ungefähr. Und ich bin da ganz klassisch, typisch reingerutscht über Pen-Paper-Rollenspiele wie das Schwarze Auge, Dungeons Dragons. Mit 16, 17 das erste Mal auf ein Live-Rollenspiel, dann auf irgendein grob mittelalterlichen Fantasiespektakel gewesen und hatte irgendwann das Gefühl, da muss es noch mehr geben und das Ganze war sicherlich auch noch irgendwie anders. Die grobe Idee hatte man relativ schnell und dann fängt man halt an, das Ganze ein bisschen ernsthafter zu betreiben. Ja, Mensch, 25 Jahre, das ist natürlich schon eine richtige Hausnummer. Also ähm, bei mir sind es erst 15, das heißt also, da, da bist du mir zehn Jahre voraus. Ähm, das heißt aber nicht unbedingt was. Also ich kenne Leute, die machen das auch schon 15 Jahre und die sind aber trotzdem nicht so wirklich weitergekommen in der Entwicklung. Und es gibt aber auch Leute, die sind ganz früh dabei, ein, zwei, drei Jahre vielleicht. Und sind trotzdem unglaublich ernsthaft äh, in dieses Hobby eingestiegen. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel bei dir im Podcast auch den Dominik Meier gehabt, der, den ich auch kenne, der auch bei mir ähm, auf dem Kanal immer schon vorbeigeschaut hat. Und der ein ganz junger Typ ist und der unglaublich ähm, ernsthaft, also sowohl was die Klamottenrecherche angeht, als auch natürlich die ganzen Accessoires und auch die Veranstaltung da eingestiegen ist. Also deswegen, ne, wie lange man das macht, heißt noch nicht unbedingt wie intensiv, oder? Ja, absolut, absolut. Ähm, ich selber, auch wenn ich vor 20 Jahren dabei bin, würde mich auch nicht zur Premium-Klasse der Szene zählen, sondern eher gutes Mittelmaß. Ähm, und ich behaupte mal, die ersten zehn Jahre in meinem Hobby-Dasein, das waren halt irgendwie die späten 90er, ich hatte kein Internet, kein gar nichts, hm. ähm, da war Recherche und Co. auch irgendwie anders und die ganze Szene an sich sah auch noch komplett anders aus. Und ähm, ja, und dann kommen irgendwann die ersten Gehversuche, dass man sich von dem, ich sag mal in Anführungsstrichen, irgendwas grob Mittelalterliches macht, wie man sich das so ganz grob vorstellt. Ähm, das war auch so die Zeit, wo ähm, ich glaube Braveheart rauskam, müsste ich gleich mal nebenher noch mal kurz recherchieren. Ähm, und dass man dann halt merkt, okay, das muss muss irgendwie anders, das muss mehr sein. Und bei mir gelang das dann eigentlich über Kontakte, dass man dann jemand hatte, der auch diese Idee hatte und dann auch schon zu dem damaligen Zeitpunkt etwas länger im Hobby war und sich dann irgendwann überlegte, ja komm, lass uns mal was frühmittelalterliches machen und zwar mit einer ganz genauen Vorstellung, dass wir sagen, oh, wir machen eine Altsachsen-Darstellung um 800 Pi mal Daumen, geografisch festgelegt mit geschichtlichen Hintergrund, den man so als Feedback hatte mit den ersten Gräberfeldern, die man als Vorlage genommen hat und, mhm. und ja und so nahm das dann im Hobby seinen Lauf und so bin ich dann jede Woche irgendwann angegangen. Ja, das ist natürlich ähm, im Grunde schon, na wenn du sagst Mittelmaß, also ich würde sagen, da zähle ich mich auch immer noch zu. Also ähm, so, ein, so ein Experte mit akademischem Hintergrund bin ich auch nicht und wie ich von dir weiß, ähm, das auch nicht, sondern wir sind beide eigentlich Hobbyisten. Und trotzdem kann man das natürlich schon so betreiben, dass man auch ähm, eine sehr, sehr starke Quellenrecherche, also nicht nur im Internet, sondern auch über, sogar über Primärquellen oder sonst irgendwas ähm, ähm, anfangen kann. Also das, das heißt ja nicht, dass man unbedingt Akademiker sein muss, sondern man kann halt tatsächlich auch als Laie. Schon sehr, sehr gute und viele Informationen sammeln. Ne? Einmal das durchs ja, das Internet. Ist auch diese Motivation zu bekommen, wirklich eine Quelle zu haben und nicht nur vom Hören sagen, weiß ich, oder ich habe das irgendwo mal ganz weit hinten im Kopf abgespeichert, weiß aber nicht mehr wohin, das bringt einen irgendwann nicht mehr weiter. Ja. Also, gerade dieses von Hören sagen, habe ich mal gehört, oder ich schaue mir was aus der Szene ab, ja. das funktioniert anfangs noch irgendwie ganz gut. Aber irgendwann hilft es einem doch zu sagen, Mensch, ich habe hier einen Ausgrabungskatalog oder ich habe hier ja. einen Ausstellungskatalog und kann mich dann ganz genau auf was berufen, wo ich sage, hier, und das Original liegt genau da. Oder ja, nicht nur das. Text liegt genau das und das hilft dann doch irgendwann weiter. Ja, du hast recht. Aber es ist, glaube ich, auch sogar so, dass man unter Umständen von anderen Leuten auch in die falsche Richtung geschoben werden kann. Also ich weiß, die ersten Sachen, die ich genäht habe. Habe ich auch mit äh, anderen zusammen, also praktisch so einer kleinen Gruppe ne, zusammen gemacht. Und der, der Typ, der da sozusagen die meiste Erfahrung hatte, dem haben wir uns auch so ein bisschen, dem haben wir auch vertraut, ne. Und der hat halt aber auch zum Teil Unsinn erzählt einfach oder uns so ein bisschen in die falsche Richtung geschoben. Und ähm, ff, ja, das habe ich natürlich erst zwei, drei, vier Jahre später rausgefunden, ne. Also es kann natürlich auch passieren. Es gibt ja diese sogenannten Reenactorisms, das heißt, du hast halt Leute, die im Hobby sind und die manche Dinge machen, weil es alle machen. Oder weil das halt jetzt in der Szene so aussieht. Ne? Und Stimmt, es gibt so ein paar Trends, die macht man plötzlich, weil sie halt jeder macht und keiner weiß so genau, wo sie herkommen. Genau. Und man betet das dann so, ohne es zu hinterfragen, einfach nach. Ja. Ähm Klar, gibt es. Gab es bei mir auch und gibt es bestimmt auch heute noch bei mir. Also, da will ich mich gar nicht so hundertprozentig von frei machen. Ja, also, zunächst, ich will mal ähm, so anfangen. Ich wollte ganz gerne das ganze Thema so nennen: Klamotte, Kostüm, Verkleidung oder Gewandung. Wie denn nun? Wie nennen wir denn das jetzt, das Ganze? Also, was, was würdest du sagen, wenn du dir jetzt, ähm, sagen wir mal, einen Kriegsknecht um 1500 anziehst? Wie würdest du das nennen? Ich spreche meistens immer ganz salopp von Klamotte, damit ähm, sich auch keiner auf den Schlips getreten fühlt. <laughs> okay. Ja, ist irgendwie so. Man hat auch keine Lust, andauernd anzuhängen, man will sich auch nicht andauernd erklären. Und ich habe auch keinen Bock immer auf so diese Klugscheißergespräche. Wenn du sagst, äh, das heißt Gewandungen, dann rümpft er an die Nase. Ja, Gewandung ist aber mehr so Live-Rollenspiel. Dann sagst du Kostüm, weil du hast diese Idee, das kommt vielleicht auf vom Kostümkunde. Dann kommt der Nächste und denkt dabei aber sofort an Fasching und Karneval. Ja. Mhm. Und jeder, der mich irgendwie kennt, ein bisschen Norddeutsch angehaucht, der weiß ja, wenn er Klamotte meint, dann meint er damit nicht seine zivile Kleidung, mit der er zur Arbeit geht oder zu Hause auf dem Sofa rumlümmelt, sondern er meint halt irgendwie die Klamotten, die er fürs Hobby hat. Ne? Dann setzt ja. sich mich dann nicht so wirklich in die Nässe. Ähm, ich glaube, ansonsten, fachlich kommt man mit dem Wort Kostüm, glaube ich, ganz gut zurecht. Ja, habe ich auch sehr spät verstanden. Ich habe am Anfang auch immer Gewandung gesagt. Weil ich dachte, das macht man so, ne? wenn man so jetzt im Mittelalter unterwegs ist, ist das halt ein Gewand oder eine Gewandung. Fand ich, ja, habe ich überall gehört. Und dann habe ich erst festgestellt, dass es Leute gibt, die da auch die Nase rümpfen. Ne? Und die sagen, ach nee, Gewandung, das ist sowas fürs Magdalalter oder... Ja, keine Ahnung. Also ich bin mir da auch unsicher. Kostüme ja, also mal wir auch. Ja. Heute ja auch für vieles andere ja Begriffe haben, die man damals ja nun auch sowieso nicht gehabt hatte. Ne? Ja. Also, ja, genau. Das ist dann halt schwierig. Ne? Wichtig ist halt, dass wir halt ein Wort haben, wo jeder weiß, was ich meine. Mhm. Zumindest. Ne? Also dass jeder zumindest versteht, was ich meine. Also was ich relativ bald verstanden habe, ist, dass wir auf gar keinen Fall eine Verkleidung wollen. Wir wollen uns nicht verkleiden, sondern wir wollen uns kleiden. Und Kleidung ist es dann, wenn es erstens passt. Also, wenn ich mich da drin wohlfühle, wenn es zweitens auch wirklich praktisch ist, praktikabel ist und wenn es natürlich irgendwo stimmig ist. Also, wenn ich sage, ich will einen Kriegsknecht darstellen, dann darf da nicht ähm, eine, eine Fürstenhaube oder sowas sein, sondern es muss halt stimmig sein zu dem, was ich mir vorher vorgestellt habe. Und Kleidung ist es halt wirklich, also ich habe festgestellt, dass die Sachen, die ich zum Beispiel. Also ich habe sehr gern auch Frühmittelalter Klamotte an, ähm, wie, wie unglaublich gut das Wetterfest ist. Ne? Das wärmt, das hilft vor Regen, das ist also auch nicht gleich klein zu kriegen. Ne? Der, der größte Feind ist immer die Motte. <laughs> <So>. Aber, <laughs> aber ein Funkenflug zum Beispiel gar nicht am Feuer oder sowas, im Gegensatz zu eben Kunststoffen, die man ja heute so anhat. Also es ist tatsächlich richtige Kleidung. Zunächst mal. Es ist richtige Kleidung. Und Obwohl ich ist, auch das Wort Schwerkleidung nicht so schlimm empfinde. Ja, okay. Also, es erklärt zumindest, wenn ich ähm, Leuten, die vom Hobby gar nichts zu tun haben und also ich so Arbeitskollegen, die generell auch mit Mittelalter, Märkten, was man halt so kommerzmäßig kennt, auch nichts am Hut haben. Hilft es die dann oft dann, wenn man das erklärt, jemand, der sich das auch nicht vorstellen kann, sagen, ja, ich verkleide mich dann auch so, wie die Leute damals rumgelaufen sind oder okay. so. Ne? Also da können die dann was mit anfangen. Ich finde das nicht so schlimm, mhm. sich an diesen Begrifflichkeiten aufzuhängen. Ich bin, was sowas angeht, also wirklich sehr tolerant, weil ja. das Wort an sich macht das Hobby ja nicht schlechter oder besser oder es ist ja egal, wie das, was ich da anhabe, nenne, also wichtig ist, was ich da anhabe. Stimmt eigentlich auch wieder, ja, kann ich dir eigentlich recht geben. Wobei, also wie gesagt, Verkleidung fände ich irgendwie gut. Wir sind hier aber auch in der Faschingsgegend. Ne? Also ja, Fulda zum das Beispiel sagen, ist ich, ich halt wirklich das auch so eine Faschingshochburg. Ne? Und, ich wollte und, das Wort Verkleidung so auch nicht nutzen unbedingt, weil es halt ähnlich wie Kostümen sofort an Karneval, Fasching ja. und so ein erinnert. Und das ist es halt nun mal nicht, ne? Ja, wobei Kostüm ja eigentlich, hast du ja selbst gerade gesagt, stimmt ja, ne? Kommt ja von Kostümkunde irgendwie auch. Also wenn du, wenn du irgendwie Schneiderhandwerk lernst, wirst du das auch im, im, äh, im Lehrplan haben, ne? Also Kostümkunde, damit jemand weiß, wie saß denn im Barock aus. Da ist das Wort Kostüm ganz wertneutral. Also da wird es halt einfach als alte Tracht oder so geno genommen. Ja, Tracht, Tracht wäre auch nochmal ein schönes altes Wort, ne? Also es gibt ja auch Leute, die so richtig sagen, das ist eine Landsknechtstracht, richtig? Ja, obwohl ich glaube, die Landsknechtklamotte, wenn du nämlich, also hier oben in Norddeutschland, besonders in meiner Gegend, sind Trachtenvereine, ja, einen Bestandteil, den kriegst du hier nicht weg. Also, das ist was ganz Wichtiges. Mhm. Und eine Tracht bezeichnet eigentlich noch was anderes. Und so, meinst du Berufskleidung vielleicht von Zimmermann, Zimmermannsdruck? Nein, so? ja, einmal das, aber auch die Sonntagstracht der Bauern Ach so. und Co. Ich würde nebenbei das fast gleich hier schon ergoogeln wollen. Ich lese nämlich auch gerade parallel gerade ein bisschen was zu Kostümkunde. Und ja. Kostümkunde ist halt irgendwie, lese ich gerade. Kostümgeschichte der westlichen Welt wird die Unterteilung mit der Beschleunigung der Mode am Beginn der frühen Neuzeit. Bis, Ach so. Ne? Lese okay. gerade. Wusste ich nicht. Ist für mich auch gerade ganz neu. Hab also ja würde gar Kostüm treffend. gar nicht Na. ins Mittelalter passen? Das ist ja spannend. Ich glaube nicht. habe ne? ich, hab hab ich das auch gerade Irgendwo bei uns im Talk aus der Wachstube, da das auch schon mal so ganz ähm, angeschnitten, ganz kurz, dass es das halt nicht so hundertprozentig passend ist. Eigentlich. ja Aber das... ich bin auch kein Fachmann jetzt, was die Begrifflichkeiten angeht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich finde es gerade interessant, da kurz mal so ein Schlagwort gelesen zu haben. Okay, bleibt also als Erkenntnis so mit, mit dem Begriff, wissen wir alle selber nicht so ganz genau, was wir nehmen sollen. Ja, ja also es ist schwierig. Ja. Und bleibt am Ende, also Klamotte ist nicht falsch, äh, Kleidung auch nicht, aber von mir aus kannst du auch Gewandung sagen. Ja, <laughs> ja, Alles klar. Ja, ähm, vielleicht erst nochmal, bevor wir da weiter einsteigen. Nähst du denn selbst? Also, bist du selber da handwerklich unterwegs oder kaufst du eher Sachen? Oder? Bis, ich mache wirklich alles. Ja. Ich, ich kaufe mal gebraucht ganz gerne was, ich kaufe auch mal was neues. Ich nähe und ich lasse nähen. Mhm. Alles. Geht. Genau wie ich. <laughs> ganz oft sage ich mir, oh, okay, eigentlich müsstest du nähen, weil irgendwo musst du die Finanzen auch zusammenhalten ja. ein bisschen und dann kommt man, wenn man selber nicht doch meist günstiger, aber weg. Dann denke ich mir bei, ey, bei drei Versuchen, die ich jetzt gebraucht habe, für das, was ich an Stoff da jetzt verschnitten habe, wo <laughs> hätte ich es mir auch gleich nähen lassen können. Ne? Also diese Try-and-Error-Geschichte ja. ist ja auch sehr stark gegeben. Ne? Und also, es ist, so... ist dann auch so friemlich und führt zu Wutausbrüchen oder so. <lacht> <und> <lacht> ja, also so Ärmel vom Wemsern einnähen, ne? die dann auch noch gefüttert sind mit Laufen. Ja, ja, so. ja, klar, wenn es auch noch füttert ist. Dann, dann auch dieses ähm, geometrisch räumliche. Vorstellungsvermögen, wenn das dann da so liegt und muss der Ärmel jetzt auf links reingezogen werden, dann nähe ich da lang und kann das auseinanderfallen, dann ist es richtig oder nicht. Und es ist jedes Mal, der erste Ärmel ist dann erstmal verkehrt aus ärmlichen Deppengründen, weil man wieder, weiß ich nicht, nicht, konzentriert genug dabei war. Genau. So, ne? Warte mal, bevor wir da jetzt richtig loslegen, ich schütte mir erstmal ein Bierchen ein. Es muss ja irgendwie auch die Zunge befeuchtet werden. Ja, also ganz kurz nochmal, weil, weil du gerade vom Nähen, also zunächst mal, das. Ich mache es ganz genauso. Ne? Ich nähe auch selbst. Und zwar auch mehr oder weniger aus Kostengründen. Einerseits. Andererseits auch, weil ich manchmal Dinge nicht finde, so kommerziell nicht finde, die ich gerne so hätte. Und ähm, dann ist es außerdem so, ich habe ja drei Kinder, die, die da auch immer schon mit eingebunden waren. Und da gibt es natürlich immer einen, der gerade rauswächst. Und da willst du nicht eine neue Hose kaufen. Ähm, sondern ähm, dem, dem Kleinen das Ding halt einfach mal umnähen unten und dann passt es auch wieder. Ne? Also du, allein schon diese Fertigkeit, mal schnell was abzuändern, mal ein Flicken draufzusetzen oder sowas. Ähm, das hatte ich schon relativ früh, eigentlich als, die, als meine, meine Kinder noch ganz klein waren, habe ich auch gesagt, hier, wir brauchen unbedingt eine Nähmaschine im Haushalt. Und da sagte meine Frau damals, so kannst du ja machen, also ich mache es nicht. <laughs> Und dann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich es eben. Ne? Und habe mir da quasi von der Verwandtschaft eine Nähmaschine zum, zum Geburtstag gewünscht und habe dann auch gleich einen Nähkurs gemacht. Und das habe ich dann eingesetzt, auch fürs Mittelalter. Und das ist zunächst auch mal ein Grund, warum ich nicht mit dem Spätmittelalter angefangen habe, weil das war mir erstmal zu kompliziert. Da hast du schon eine eingenähte Falte, da hast du halt auch schon Knöpfe dran. Also ich habe im Grunde. Habe ich mich zunächst mal gegen das Spät Spätmittelalter entschieden, weil ich es nicht nähen konnte. So, so fängt es erstmal an. Ne? Ja, haben... ich habe ja auch angefangen, meine erste ernsthafte Darstellung war Frühmittelalter. Und ja. da war das Nähen oder das Konstruieren von der Klamotte noch relativ simpel, weil es doch alles auf Die einfach... eckigen Formen beruhte. Genau. Irgendwie. Es waren Rechtecke, maximal Dreiecke die man irgendwie zusammengestückelt hat ja. und anfangs auch ohne Futter ohne alles du hast nur eine Lage so das ist alles noch irgendwie easy beasy so das geht ja. also so also kann man gut sich ranwachsen und dann kam irgendwann die späteren Epochen dazu und dann kamen auch die großen Verzweifelungen dazu tatsächlich <laughs> wenn dann plötzlich also ich bin ähm, immer an Hosen so verzweifelt ich weiß so. nicht es gibt ja Leute die sagen Hose ist doch ganz einfach ich finde Hosen total schwierig das zwickt immer hinten, das sieht irgendwie komisch aus, ich kriege das nicht hin und da habe ich dann auch, ja. wie du sagst, ne, dann, dann nehme ich auch ähm, gerne mal Hilfe in Anspruch, vor allen Dingen meine Mutter kann das ganz gut, dann habe ich gesagt, <laughs> Mama, du musst mir bei der Hose helfen, ich krieg's nicht hin. Ne? Und dann ja, auch das Erstellen von Schnitten finde ich unendlich schwierig. Also, wenn du einen Schnitt hast, der erstmal gut passt und du hast ihn auch wirklich gut dokumentiert, ja. in meinem Fall besten auf Backpapier 1 zu 1 ausgeschnitten, ne? dass mhm. ich das so wieder rekonstruieren, dann geht das ganz gut, wenn der Schnitt passt. Ähm, wobei, weiß nicht, wie weit jetzt die Fachleute hier zuhören, hat man halt im Mittelalter, also auch im Spätmittelalter ja nicht nach Schnitten gearbeitet, sondern auf Leib geschneidert. Und, ja, also eben, das, das war Körper dann das Nächste, ne? Also, hm. weil ich gerade sage, ich habe mit der Nähmaschine angefangen, dann kam dann einer und sagt: Was, du nähst mit Nähmaschine? Und ich so, Wieso denn nicht <laughs> lange Bahnen und dann gleich fünfmal? Das mache ich doch am liebsten. Ja, geht gar nicht, kannst du nicht machen, musst du mit der Hand machen. Ja, da ja. bin ich nicht so verbissen. Da bin ich nicht so verbissen. Das ist also, jede Naht, die ich nicht sehe, mache ich mit der Maschine. Genau, so mache ich es auch. bin ich auch machen würde, wird man sie halt sehen. Ja, bin ich ne? auch gern und, am Schummeln. Also natürlich lange ja. Nähte mache ich auch gern mal einfach mit der Nähmaschine. Und wenn man dann halt eben dann umschlägt von mir, aus dann nähe ich die sichtbare Nähte mit der Hand noch mal nach und fertig. Also da bin ich auch nicht so verbissen. Aber äh, klar, wenn äh, ich es natürlich richtig museal haben will, darf ich die Nähmaschine gar nicht nehmen. Ne? Wenn die Fachwelt wüsste, wie ich schummel. Du. <laughs> ja, genau. Bei mir hat jede Frühmi-Hose damals einen Gummizug oben drin gehabt, weil ich das einfach praktisch fand. Ja, okay. Nee, das mache ich nicht, aber meine erste Frümi-Hose, also ich habe mich da auch eigentlich an den, an den Torsberg-Hosenschnitt ähm, orientiert, wobei Torsberghose ist das für die Experten eigentlich nicht wirklich Frühmittelalter, sondern viel früher ist eigentlich Völkerwanderungszeit. Aber man hat nichts anderes. Ne? Man hat halt nichts viel Besseres aus der Zeit. Also nur ganz kurz, diese Torsberghose kann man bewundern ähm, in Schleswig, im Schloss Gottdorf. Da hängt die und dann kann man die genau anschauen und sieht also, wie die geschnitten ist und kann das halt auch ganz gut nachmachen. Ja, jedenfalls, ähm, was mir zu doof war, war, ich hatte keinen Eingriff vorne. Ne, und den habe ich mir tatsächlich reingenäht und versteckt, damit ich halt, ähm, wenn es Not tut da ein bisschen schneller bin, als eben alles unten ähm, erstmal aufzuknüpfen und die Hose Ja, da habe ich halt die Gummizug einfach gehabt. Und ich habe auch meine ersten Frühmi-Hosen das war aber noch so, bevor ich im Internet recherchieren konnte, war quasi mein Basisschnitt, war einfach eine Jogginghose, die ich zerschnitten habe, mhm. mit Pi mal Daumen da, wo die Nähte dann sein sollten. Ne? Mhm. Und genau, auch meinen ersten Wams fürs Spätmittelalter, den ich genäht habe. Also meinen allerersten, der, der ist grottig. Ähm, da war die Basis aber erstmal so eine alte Hausmeisterjacke, mhm. die ich so zerschnitten habe, dass das so hinkommt. Mhm. Oh, viel mal Daumen. Ja, also Schnitte, wo kriegst du die her? Wo kannst du denn, wo, woher weißt du, wie man es dann vielleicht am ehesten schneidet? Hast du ähm, das aus Büchern oder von Freunden oder was? Querbeet. Also Im Frühmittelalterbereich braucht ich das noch nicht. Da reicht ein bisschen Explosionszeichnung, mhm. die man so im letzten Jahr viel, viel findet. Dann misst man halt ab und dann merkt man selber, ach, kann noch ein bisschen enger oder so. Ja, genau. Und enger nähen ist, wenn man mit der Maschine näht, ja schnell gemacht, ja. wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ne? Und ähm, im Spätmittelalterbereich, da hat mich Achtung, Schleichwerbung, dieses Buch um 1504. Unheimlich weitergeholfen. Da waren einfach Schnitte drin, da war eine Hose drin, da waren Wams drin, da war Unterwäsche drin, in drei Größen, L, M, ähm, XL oder wie auch immer. Und man musste die natürlich trotzdem noch anpassen in vielen Bereichen. Ja. Aber da hat sich dann so eine Basis gehabt. Und diese Schnitte sind auch nicht so 100% historisch, das ist den Autoren des Buches auch durchaus bewusst. Aber das ist erstmal, um ein stimmiges Gesamtbild hinzubekommen. Genau, das ist für, also für mich ist das auch das Kriterium. Ich gucke mir zum Teil Illustrationen an aus ähm, alten Büchern und schaue, wie ist denn die Silhouette? Und dann stellst du halt ganz schnell fest, die Hosen müssen eng sein. Ne? Und das ist erstmal wichtig, dass das also vom Bild her stimmt. Hose muss eng sein, die haben eine Taille vielleicht, die haben irgendwie, weiß ich nicht, äh, die Ärmel bisschen länger oder bisschen kürzer oder sowas und das gucke ich mir erst mal an. Also wenn das vom, von der Silhouette her stimmt, dann passt das schon mal. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich auch bei den Kaufklamotten oft ähm, bemängle. Also ich ziehe da eine Hose an und die schlappert um die Knie und dann denke ich, nee, das kann es nicht sein. Also dann hast du jetzt zwar was gekauft, aber musst du trotzdem selber noch mal ran und musst es umnähen und musst es abändern, damit es überhaupt passt. ne so, von daher ja. ist es, also selbst wenn man was kauft, würde ich immer empfehlen, ähm, selber nähen ist trotzdem eine gute Idee. Also allein, dass du es ändern kannst. Auf jeden Fall. Ich habe auch gemerkt, ähm, dass ich mit selbstgenähten Klamotten anders umgehe als mit gekauften. Ja. Ich hab, ähm, Bei mir ist es anders als bei vielen anderen Leuten. Ich habe weniger Hemmung bei selbstgenähten Klamotten, mich in schmuddeligen Dreck zu schmeißen <laughs> oder das da mal ausreißen. Ist dann nicht so schlimm, weil ich sage mir nur: mal, ey, du hast es schon einmal genäht, dann kannst du es auch nochmal nähen. Ja. Oder ey, du hast es genäht, dann bist du auch in der Lage, es irgendwie zu flicken. Okay, interessant. Oder nach, ja. zu ja, Also aber ich, ich gehe mit selbstgenähten Klamotten wesentlich schlimmer um als mit teuren gekauften. <laughs> okay, nee, das mache ich vielleicht eher anders. Also da bin ich dann schon. Wobei, ich wie gesagt, ich habe ja für die Familie auch immer genäht und ähm, bei den Kindern kannst du das nicht verhindern. Natürlich, die kannst du ja nicht ständig anbinden. Ne? Die wollen irgendwo hochklettern, dann hängen die am Baum fest, dann macht's Ratsch. Na, dann ist das eben so. Also, da, ne, ich, du kannst nicht hergehen, kannst den Kindern ständig sagen: Jetzt geh mal hier wie auf rohen Eiern, du hast jetzt die, die dollen Klamotten an. Nee, das ist ja auch, also gerade als die Kinder noch klein waren, also ich habe ja auch zwei Kinder. Ähm, die haben ja am Ende der Saison ja schon eine andere Kleidergröße als am Anfang der Saison. Ne? Genau. Also, da du, du kommst ja gar nicht hinterher. Das ist ja alles irgendwie albern. Ne? Du drehst ja durch. Ne? Ja. Naja, mhm. obwohl, pff, ist halt so. Ich meine, ich, mein, ich habe halt, meine Großen sind Zwillinge und die sind gleich groß. Das heißt, ich habe sowieso per se schon mal alles doppelt gemacht. Und ich habe mal gezählt. Ich glaube, ich habe für die Großen. Warte mal, acht. Mal ja, 16, Tuniken, 16 Tuniken genäht, ne acht Stück für jeden. So, und für den Kleinen habe ich es dann immer nochmal umgenäht, damit es passt, weil der ist blöderweise um ein halbes Jahr versetzt. Das heißt, also ne, die, die Großen sind im Winter geboren und, ähm, und der Kleine so Ende Frühling. Und wenn die Saison losgeht, dann es dem das auch nie so richtig. Das heißt, da konnte ich jedes Mal wieder ran. Also du kommst einfach nicht drum rum. Du musst dich immer wieder hinsetzen und musst anpassen oder die oder die laufen halt rum und du siehst von weitem schon, das passt nicht und das wäre halt doof, weil die sollen sich ja auch wohlfühlen. Die sollen natürlich auch möglichst gar nicht drüber nachdenken, was sie da anhaben, sondern einfach Spaß haben. Und ich freue mich natürlich auch, wenn es irgendwie passt. Ne? Deswegen. Ja, meine Kids sind ähm, nicht so häufig mitgekommen, so dass ich halt später auch nicht mehr so diese Probleme hatte. Aber dann war das auch ganz schnell, dass mein Jüngster ist ja ein Kopf größer als ich, aber dafür bin ich zwei Bauch dicker. So, <laughs> ne? also, also auch dieses hier, kannst papa's Klamotten tragen, haute dann auch irgendwann Klappt nicht mehr. Ne? Also besonders ja. im Spätmittelalter nicht. Im Frühmittelalter war das ja immer noch alles so Pi mal ja, genau, das ging da ganz gut. Noch. Aber im Spätmittelalter pure Verzweiflung. Ja, aber und, ähm, jetzt, wenn wir schon da dran sind, was ich dann festgestellt habe, und das ist wirklich interessant, du hast so eine Bahn dir gekauft, was weiß ich von viermal, ähm, na, wie die Lage eben so Licht, 1,50 oder was, ne, vier Meter so. Hm. Und fängst jetzt an und machst was für dich und jetzt hast du kleinere Stücke, da machst du was für die Kinder und das ist halt wirklich, weil die, die Stoffe, die ich kaufe, die sind ja meistens auch einigermaßen hochwertig und ich habe dann wirklich festgestellt, dass ich möglichst alles, was ich da hatte, noch irgendwie verwerte. Aus den Reststücken mache ich noch eine Kappe, oder ich setze das noch irgendwo als äh, Ärmelbesatz an oder sowas. Und da, da bleiben wirklich kaum kleine Stücke übrig. Also dieses, dieses, dieser, sag mal, dieser Raubbau mit Material, den du heute ja hast, weil kost ja nichts, ne? So ein T-Shirt kriegst du für drei Euro oder so. Das ist da völlig anders. Und das war, glaube ich, früher generell so. Man hat wirklich immer alles verwertet. Das stimmt, ne? Und dann ist es ja auch tatsächlich. Ähm in unserem Hobbybereich ist der Stoff ja nun mal auch teurer als eine fertige Jacke bei Kaufhaus XY zu kaufen. Ne? Also ja, unbedingt. Ist einfach so. Ne? Also selbst dann, Se wenn, du, wenn du auf Preise achtest. Der Wollstoff liegt beim laufenden Meter, sage ich mal, bei 20 bis 40 jo. Euro jo. irgendwo. Jo. Und es ist dann halt erstmal nur ein laufender Meter. Damit komme ich noch nicht weit. Ne? Und Dann Richtig. hast du nämlich schon mal 40 bis 50 Euro Minimum, wenn ich sogar 100 bis 180 Euro erstmal nur an reinen Materialkosten. Da habe ich die Schere ja noch nicht angesetzt. Ne? Und Genau, das ist da sind wir gerade schon bei, bei Material, also ne, was nehmen wir für Material generell, so, was würdest du sagen, was, was hast du denn ja. so für Für Obergewandung immer Wolle, für Untergewandung immer Lein, ganz ja. grobe Richtlinie und ich habe früher immer Naturfarbenen Lein, weil ich früher immer noch diese Idee hatte, im Mittelalter ist nicht so hoch, weiß glänzen, da braucht ich ein bisschen, bis ich das so für mich verinnerlicht habe, dass die eigentlich Leinen gebleicht haben und und und. Ja. Und das ging, also jetzt kannst du Schneeweißes Leinen auch nehmen für die Unterwäsche und halt Wolle für die Oberbekleidung. Mhm. Also ähm, Baumwolle eher nicht, oder? Nee. nee, also benutze ich gar nicht. Vielleicht mag es das auch gegeben haben, aber vereinzelt hat man dann ja hier einen Pfund und da einen Pfund und irgendwas. Mache ich trotzdem nicht, weil ich meine, auch heute sehe ich halt vereinzelt auf der Autobahn mal einen Ferrari, aber es ist halt auch nicht die große Masse. Ne? Mhm. Deshalb halte ich mich da so ganz klischeehaft an. Untergewäsche ja. oder Wolle. Mache ich, ich auch, auch so mit erstmal grob nichts verkehrt. Genau, mache ich auch so mit ein paar Ausnahmen. Also es gibt ähm, ja ab und zu mal Barchent, das ist ähm, Leinen und Baumwolle gemischt. Ne? Barchent war also tatsächlich auch schon bekannt, aber musste natürlich auch schon eine hochwertigere Darstellung haben. Und ich habe in einem Futter von einem von Spätmittelaltermantel auch einen Seidenbatist Das ist Baumwolle und Rohseide einmal gemischt als, als Futter, was unglaublich angenehm ist und was tatsächlich auch historisch ist. Aber das sind die Ausnahmen bei mir. Ich wollte sagen, also meine Landsknechtgewänder für 1525 oder so, ja. die haben auch Seidenfütterungen oder sowas mit drin. Ja. Also 15,25, ganz klar, ist jetzt nicht der Preis. Nein, 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 damit meine ich die Zeit. Das ist die Zeit. Das kriegst 15, du nicht für den Preis. Das allein Stoffmuster gekostet. <laughs> genau. Ganz klar, ja. Ja, also okay. Guckst du auch viel in, in Abbildungen von Büchern? Schaust du da irgendwie rein und recherchierst? Ja, tatsächlich drin? ganz, ganz viel. Also so die Ideen, wie was auszusehen hat. Ähm, mhm. Heute weniger als früher. Weil man irgendwann hat man so seine Standardbilder für sich. Ja. So. Für mich war im späten Mittelalter, habe ich mich ganz oft so festgehalten an diese Passions-Christi-Bilder. Mhm. Und weil ich immer so aus meinem jugendlichen Leichtsinn und aus dieser Pen-Paper-Rollenspielerfahrung auch immer so, so diese Schorken haben mich immer fasziniert. Und da sind ja nur die bösen <laughs> Buben da, die, die den Jesus da pieken und ja, ja, ja. durch die Stadt treiben und und und. Damals schon wohlwissend. Dass diese Darstellung, die wir sehen, das sollten Ausländer darstellen oder so. Ja. Aber trotzdem wurden die ja erstmal ja so grob gemalt, wie man das so kannte. Ne? Und, mhm. ja, aber gerade bei vielen Malern aus der Zeit, die sind ja so fotorealistisch. Du siehst, wo der Nahtverlauf ist und 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 bei den Klamotten. Ne? Genau, das hast du natürlich im Hoch- und im Frühmittelalter noch nicht. Ne? Da nee. sind viele, viele Bilder einfach sehr viel gröber oder idealisiert oder. Ja, du hast halt Farben, die es so gar nicht geben kann oder wo man relativ sicher ist, dass es so nicht. Also, ich sag mal als Beispiel, ne, Teppich von Bayeux, da laufen auch blaue Pferde rum, ne? Also, dann ist da halt einfach gerade mal der Faden da und es sieht auch gut aus und dann wird das, wird dann die Farbe genommen. Also, das kannst du natürlich nicht eins zu eins so, so benutzen. Andererseits sagt man sich, wir haben nichts anderes, wir müssen uns ein bisschen daran orientieren. Ich wollte gerade sagen, man hat dann so viel Interpretationsspielraum. Ja. Also für mich war es im Frühmittelalter an Abbildung der Stuttgarter Psalter. Mhm. Und wo man dann sieht, okay, da ist irgendwie, entweder ist da ein Besatz drauf oder war das Stoff von vornherein schon so gewebt oder wie auch immer, man weiß es halt nicht. Also die Abbildung alleine hat da noch keine Erkenntnis darüber gegeben, ne? Ja. Und hat dann auch viel Raum zur Interpretation gehabt. Und dann ging es nur erstmal darum, ich versuche erstmal diesem Bild, was ich da habe, erstmal nahe zu kommen und dann schauen wir mal weiter. So und. Das haben, glaube ich, viele damals so in der Szene gemacht und dann kamen die erst, nee, warte, das, das muss reingewebt sein, das ist nicht draufgenäht oder oder oder, ne? Ähm. Ja, jetzt gut, jetzt bist du natürlich beim Stuttgarter Absalter und ähm, da haben wir gleich ein nächstes Kriterium. Also nicht nur die Zeit, sondern auch die Region ist ja wichtig. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel in Pinterest einfach nur eine, ja, eine, eine Jahreszahl eingebe. So 1450 oder sowas, dann kann es passieren. Ich kriege ganz viele Bilder aus Italien, ich kriege ganz viele Bilder aus Frankreich oder England. Und ist das dann immer repräsentativ für das, was hier auch passiert ist? Oder haben die halt, sagen wir mal, im, 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 in der Mitte von, von Deutschland auch solche Sachen angehabt? Da habe ich auch festgestellt, nee, also gerade die Italiener sehen zum Teil echt anders aus. Ne? Ich wollte sagen, die regionalen Unterschiede waren durchaus gegeben. Ich glaube, die Regnerunterschiede waren sogar durchaus in allen Epochen gegeben. Also. Ja. Das hast du im Frühmittelalter wie im Spätmittelalter, als auch weiß der wann in welcher Epoche. Du hast halt nur leider im Frühmittelalter noch weniger Quellen als im Spätmittelalter. Also musst du dich ja letztendlich mit den wenigen, was du hast, ja behelfen. Ja. Ja, obwohl auch da habe ich, ähm, naja, das hat eine Weile gedauert, aber auch da habe ich festgestellt, gibt es plötzlich so Modeerscheinungen, Modetrends, ne? Also dann kommt plötzlich eine Prinzessin aus Byzanz und wird geheiratet hier an den Hof und plötzlich wollen alle byzantinische Klamotten haben. Ne? Und du kannst auf einmal sehen, dass dann auf einmal wird das Gewand länger oder kriegt einen bes besonderen Schnitt oder sowas. Also Modetrends gibt es auch, aber dann wieder nur für einen bestimmten Stand. Also, das ist natürlich nicht so, dass jeder gleich das übernimmt, was an, bei Hofe jemand anzieht. Also, ne? Das heißt. Da kannst du ja gewisse Parallelen auch heute ziehen. Also, du hast ja auch heute in jeglicher Jugendsubkultur gewisse Modetrends. Ja. Ne? Also, ich sag mal, ein Hip-Hop-Rap-Fan, der sieht ja heute, 2023, ja nicht aus wie 1990. Ne? Richtig, ja. Und er sieht erst recht nicht so aus wie, ich sag mal, die Mod-Bewegung aus den 60ern in England oder. Weiß der Geier was, es, ne? Also. Ja, wobei pff, äh, Modetrends sind jetzt doch ein bisschen kurzlebiger im 20. und im 21. Jahrhundert, glaube ich. Also man, man sieht zwar im Mittelalter ganz sicher auch Modetrends, aber dass es sich so im 10-15-Jahres-Rhythmus -10 so schnell ändern, weiß ich nicht. Würdest, würdest du sagen, war da auch so? Ja, ich glaube, es kommt immer wieder darauf an, in welchen Teil man sich so bewegt. Also ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel im späten 15 bis erstes Viertel 16 sich sehr viel getan hatten da auch Modetrends also auch Sachen plötzlich da waren und genauso plötzlich wie sie da waren auch wieder verschwunden sind ja von der Bildfläche irgendwie also in dieser Zeit und ich habe das Gefühl ja dass es das immer gab glaube mhm. ich ganz grob ähm, natürlich kann man das für das Frühmittelalter viel viel schlechter irgendwie nachweisen da sind wir ja froh dass wir überhaupt irgendwelche Funde haben richtig ja ja klar, da gibt es dann halt natürlich Funde, die man irgendwo im Moor findet, also Thorsberger Moor oder, ähm, na wie heißt denn der andere da, der, egal. Also jedenfalls, manche Sachen sind einfach im Moor irgendwo versunken und manche Sachen sind, naja, so Latrinenfunde oder sowas findet man natürlich auch schon mal, ne? Also, archäologisches einfach, archäologischer Befund. Also, was man zum Beispiel dann aus dem Hafenbecken fischt, den Haidabu und solche Sachen, das ist zum Teil halt auch noch da. Aber das Problem ist halt bei Klamotten, die sind auch schnell verrottet und werden zu Erde und findest halt nichts mehr. Ne? Das ist also je nachdem, in welchem Boden kann es passieren, dass die Stoffe dann komplett weg sind und es bleibt nur noch die Gürtelschnalle übrig. Das ist halt ja, ein bisschen da doof. hast du im Prümmelalter viel tatsächlich, ne? ja. oder? Dass du ja nicht mal mehr dann Leder hast, sondern echt nur noch die Metallteile. Ja. Oder in manchen Ge Regionen hast du halt irgendwie organische Stoffe, aber halt nichts Metallisches mehr. Genau. Je nachdem, wie der Boden war. Ja, und auch, auch was die Witterung angeht. Also es gibt zum Beispiel Regionen auf der Welt, da ist es so schön trocken, ähm, da bleibt etwas also auch gern mal tausend Jahre Meter tief einfach immer noch erhalten. Ich weiß, es gibt also da. Ähm, ein, ein, eine, auch die, ich glaube somit die erste bekannte Hose, so eine Reiterhose ähm, von irgendeinem so Reitervolk da im Alteigebirge oder so. Ich müsste noch mal nachgucken. Auf jeden Fall da im asiatischen Raum irgendwo in der Wüste findest du halt Sachen, die, die, ja, verrotten nicht einfach. Die, das ist so, also als ob das eine mumifizierte Leiche findest mit Klamotten und allem, also das ist, also, natürlich nein, der super. ist ja auch sehr gut mumifiziert. Genau, das das, an, ne? das war ein Riesenglücksfall, dass da im Eis steckte. Also das ne, normalerweise hättest du von dem ja auch nichts mehr übrig. Aber ja. da das konnte man ja komplett analysieren, was der anhatte. Das Schwierige finde ich halt auch für uns, ich, ich sag mal in Anführungsstrichen Laien, dass sich die Fachwelt ja manchmal auch nicht so einig ist. Ne? Also du kannst ja auch ein Fachbuch über Kleidung und eine Rekonstruktion und Co. im Spätmittelalter. Der eine ist halt mehr der Meinung, der andere wieder ganz andere Meinung. Die streiten sich auch immer alle jo, ganz klar. klar ne? Und dann habe ich meine eigenen Ideen auch noch mit dazu irgendwie für mich im Kopf. So und dann haben wir den Salat komplett irgendwie. Ne? Und ja. ja, klar. Deswegen sind wir ja auch irgendwo alle so ein bisschen ähm, in der Gruppe unterwegs und orientieren uns an dem, was die anderen machen. Also, selbst wenn sie es verkehrt machen, ne, wenn sie alle so drauf sind, na, dann mache ich das auch so. Also Stichwort, ähm, diese, dieser typische, diese Gürtelschlauf, ne? ich, ich, ich schlaufe den Gürtel von unten durch und dann durch die Schlaufe durch, das machen halt alle so. Habe ich auch relativ spät festgestellt, dass das also höchstens fürs Spätmittelalter belegt ist. Und vorher haben die Leute eigentlich den Gürtel meistens einfach nur eingesteckt und so das Ende hängen lassen. Aber das machen halt alle so, ne? Ist praktisch. Und Irgendwo muss dieses Ende ja auch hin. Ne? Ja, genau. Und, oder dann sind auch so Sachen, also gerade Gürtel finde ich ist ein super Thema, Das, was ich, dann hast du hier noch und da noch den einen oder anderen Gürtel von der Stange. Der ist dann einfach irgendwie ultra lang und ich mag ihn dann immer nicht kürzen. Immer so, ja vielleicht brauchst du das lange Ende ja nochmal. Ja. Ne? Statt ihn einfach mal einzukürzen, warum muss da so ein halber Meter Gürtelende rumhängen? Ich meine, in meiner Jeans ist der Gürtel ja auch nicht so kilometerlang, ne? Ja, genau. <laughs> Ja, ja, das ist klar, da sind wir natürlich schon bei den Accessoires. Also was ich noch zu den Klamotten dazu habe, da war für mich von Anfang an ganz klar, das Wichtigste sind eigentlich die Schuhe. Man kann an ja den Schuhen einfach erkennen, ob es jemand ernst nimmt oder nicht. Oder würdest du, würdest du das auch so sehen? Also, ja, vor allen Dingen ähm, können schlechte Schuhe so ein ganzes Gesamtbild sofort kaputt total machen. Total, ja, genau. Ja, aber das hast du ja heute auch. Also ich arbeite ja in der Schule und ich merke halt auch, wie wichtig teilweise auch die Kids heute ja noch die Schuhe sind. Absolut, absolut. Na, und die da auch drauf achten, was hat er für ein Schuhwerk an. Das ist aber so. Also ja. Ein Schuh fällt halt auf, nach wie vor. Auch wenn der halt nur den unteren Bereich des Körpers richtig. begleitet. Ja. Wehe, ich sage Turnschuh zu dem, was meine Jungs anhaben, das sind gefälligst Sneaker und was, du siehst nicht, dass das Yeezys sind und ich dann immer, hä, hey, was ist das? Keine ja, Ahnung, für mich ist das Turn eben, eben Na, also <laughs> das ist ja auch so ein Ding. Ja. Das fällt uns heutzutage auf sowas und ähm, Ja, ein gutes Schuhwerk im Hobby macht viel aus, tatsächlich. Ja, genau, also erstens, das muss natürlich auch hier wieder passen. Es muss irgendwo, ähm, Genau, möglichst die Zeit auch abbilden. Und hier haben wir natürlich noch das Problem Nummer drei. Also, welchen Stand habe ich eigentlich? Bin ich denn eigentlich ein eher ärmerer oder ein mittel oder ein hochgestellter Mensch? Und also, das macht dann schon auch einen Unterschied aus, ne? Auf jeden Fall, ich muss mal sagen, Schuhe sind auch ja. ja. Ich habe für meine Darstellung im 17. passendes Schuhwerk und auch für meine Darstellung im 16. passendes Schuhwerk. Und im Mittelalter mogel ich mich manchmal so ein bisschen durch die Gegend, muss ich mm. gestehen, dass ich so ein relativ schlichtes Modell habe, was halt einen großen Zeitraum abdeckt, tatsächlich. Ja. Als, ja. als Notlösung auch. Mache ich auch so. Also, ich habe schon auch, oh, lass mal rechnen, vier, vier fünf, fünf Paar habe ich mittlerweile auch. Aber klar, ich, ich denke auch, wenn es geht, mal zwei, drei, vierhundert Jahre ab irgendwo. Ja. Ohne mit der Wimper zu zucken. <laughs> nicht wirklich korrekt, ne? Also ne. Aber ähm, was wir gerade gesagt haben, was die, was die, Kinder da machen in der Schule, das ist ja auch Status zeigen und das ist natürlich im Mittelalter auch so gewesen. Also ich zeige natürlich auch, was ich habe. Natürlich. Ne? Ich, ne? Also wenn ich, wenn ich weiß, ich bin ein gut situierter Handwerker von mir aus, der Durchaus als Handwerksmeister in so einer Stadt was darstellt, dann will ich das auch zeigen. Dann will ich auch, dass man sieht, dass ich was habe. Und das mache ich nicht nur mit dem dollen Schwert, sondern das mache ich auch mit den entsprechenden Stoffen, oder? Und Definitiv, ne? Was ich auch mal schwierig finde: man hat oft so das Argument im Hobby, dass viele Leute Meinung sind, aha, die Leute damals konnten ja auch nicht alle nähen. Ne? Wo jemand sagt, ja, ist korrekt, aber die Leute damals haben auch nicht alle genäht, ne? Also Nö im Mittelalter war das ein Beruf und äh, durfte nicht einfach jeder nehmen, wer lustig war. Richtig. So, ne? Das waren Fachleute genauso wie heute ja auch. Ne? Ja. Die Leute rannten nicht scheiße rum halt. Also, und man hat durchaus auch Stoffe äh, importiert. Man war also auch heiß auf eben gerade, was wir gesagt haben, mal Baumwolle oder Seide. Da wurde Vermögen für ausgegeben zum Teil. Ne? Das, also wenn, wenn da ein venezianischer Händler kam, und ähm, ich war halt die Frau von dem gut situierten Handwerker, dann wollte ich sowas auch unbedingt haben. Dann, dann war das auch durchaus mal was, was mich ein bisschen heraushob aus, aus der Nachbarschaft. Ja, und genau, die Leute hatten, glaube ich, definitiv ein starkes Modebewusstsein gehabt. Ja. Also man hört ja öfters dann auch Veranstaltungen, wenn man so mit dem Publikum redet und spricht, und dann zeigt man denen das eine oder andere, dass den auch immer der Meinung sagt, oh, das ist doch völlig unpraktisch oder so. Ne? Ja. Und dann denke ich, ja, das sagt mir gerade die Dame im Steckelschuhen, die hier auf der Kuhwiese steht, um mit mir zu sprechen. Ne? <laughs> genau. Ich denke, liebe Leute, merken Sie selber, es, es geht halt nicht immer um praktisch. Ne? Also es geht halt auch um, ja, Mode ist halt mehr als nur praktisch. Absolut richtig. Ich meine, wir hatten ja jetzt vor ein paar Jahren mal so den Trend bei den jungen Mädchen, dass die alle bauchfrei rumliefen. Und dann denkst du dir, äh, hallo, es ist Januar. Muss das jetzt unbedingt sein? Willst du dir die Nieren verkühlen? Da habe ich aber gelesen zum Beispiel, im späten 19. Jahrhundert haben die Mädchen in St. Petersburg unbedingt die Pariser Mode nachmachen müssen und hatten die dünnsten Blüschen an. Und nun ist es ja in St. Petersburg bekanntlich auch mal richtig kalt im Winter. Hat die nicht gejuckt? Ne? Also, das kann es noch so kalt sein, wenn es die Mode verlangt, dann habe ich gefälligst das dünne Blüßchen an. Ja, das kennen wir auch aus ganz anderen Epochen oder aus der Nachkriegszeit, als dann, was weiß ich, Nylonstrumpfhosen in waren, aber sich nicht alle Leute Nylonstrumpfhosen ja. leisten konnten, dann haben die Damen sich die Naht einfach aufs Bein gemalt. Nun, ja, ne? ja, 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 ja. Um genau. ne? also das, das ergibt ja nun gar keinen Sinn mehr nee. halt. Ne? Das <laughs> ist halt dann, um auch diesen modischen Trend mitzunehmen gehen zu können, auch wenn ich ihn mir nicht leisten kann. Und ich glaube, solche Sachen hatten wir im Mittelalter auch. Da weiß ich übrigens auch von meiner Oma, so Nylonstrümpfe, das war ja auch fast nicht zu haben. Wenn du mal einen hattest und es war eine Laufmasche drin, dann haben die diese Laufmasche gefangen und haben die in Abenden, also kleinster Geduldsarbeit, wieder, wieder oben rangesetzt und haben die wieder festgenäht oder festgeklebt, um diesen Nylonstrumpf zu retten. Also, irre, was da ein Aufwand betrieben würde. Ne? Ja, genau. Und das ist ich, der größte Unterschied im Mode oder in, in Kleidung oder Umgang mit Kleidung von damals zu heute, dass die Kleidung einfach noch ähm, wertvoller war. Unbedingt. Ja, also heute ist es ja so: oh, meine Güte, heute kaufst sie eine neue Hose oder einen neuen Pullover, weil dir der alte einfach nicht mehr gefällt. Mhm. Ja, es ist nicht mehr so hip, ähm, schmeiß ich weg. Oder kommt ein Altkleider Sack oder ich verschenke den oder weiß der Geier was. Ja. Ähm, Machst du aber mit dem Auto heute ja auch nicht. Nee. Also mein Auto muss immer halten, bis der TÜV uns scheidet. So ist äh, es, ja. wird dann gepflegt und gehegt irgendwie. Genau. Und ich glaube, die hatten damals halt da auch einen anderen Umgang mit ihren Kleidung. Auf jeden Fall. Das war sehr viel mehr wert und es war auch wertiger gemacht. Ne? Und es war halt auch wirklich so, dass man, und das wür würde ich sagen, ist auch was, was ich wirklich in diesem Hobby gelernt habe. Einen anderen eine andere Wertschätzung äh, von Kleidung zu haben. Also ich meine, ich war vorher jetzt auch nicht gerade verschwenderisch, aber wenn du da dich abendelang hingesetzt hast und hast das vielleicht noch von Hand umnäht oder sowas, dann wirst du das Jahr um Jahr wieder aus dem Schrank holen. Das ist gar keine Frage. Ja, oder ich meine, Hosen auch flicke oder ich habe auch Hosen habt, die habe ich schon so viel im Hobby getragen, ja. dass der Wollstoff im Schritt, also wo der Stoff immer so aneinander reibt, einfach durchscheuert, ne? Und dann jo. Deine Hose quasi, aber transparent wird im Schritt. Und im Wetter hat halt nur mal Flicken rüber. Mal oder flicken von innen drauf, genau. oder solche Sachen. Ja, wer weiß, ob du noch mal eine hinkriegst, die so gut passt. Ne? Ja, <laughs> eben, eben. Ne? Jetzt hast du schon mal eine, die passt. Dann musst du die auch gehegt und gepflegt werden. Ja, ja, so ist es. Ja, nee, genau. Also dann, das sind also schon mal, wie gesagt, die drei Kriterien: Zeit, dass man. Also wäre schon mal gut, wenn man vom von der Recherche her seine Klamotte auf ein Jahrhundert noch besser auf ein Jahrzehnt eingrenzen kann oder sogar noch genauer dann Ort haben wir gesagt ist wichtig wobei das nicht immer funktioniert weil wir nicht immer die Quellen nee. dafür haben manchmal bist du ja schon froh wenn du dich irgendwie ich sag mal grob auf Norddeutschland oder Süddeutschland genau. einigen kannst dann bist du ja schon glücklich ja obwohl was würdest du sagen wenn einer sagt ja mein Gott das hat er halt auf dem Kriegszug mitgebracht aus Kleinasien oder Venedig, würde du sagen, ja, okay, kann man akzeptieren. Also. erstmal will ich da niemanden reinreden, solchen Dingen, ne? Und das hast du ja heute auch, dass, was weiß ich, wenn da einer aus den USA im Urlaub war und dann mit irgendwelchen komischen Mohltrennse hinkommt, kann man ja alles machen von mir aus, aber wie gesagt, ich möchte gerne den Durchschnitt darstellen halt, ne? Und nicht den Ferrari-Fahrer oder. Ja, vor allen Dingen, letzten, der noch meint, er müsste den Trabi pimpen tiefer legen und weiß der Geier was, ne? Und also wenn man sich erstmal so eine absurde Geschichte zu dem überlegen muss, was man da anhat, finde ich das auch ein bisschen seltsam. Also, wenn du dann so ein Sammelsurium ja, genau. hast, wenn du da schon anfängst, wo soll denn das enden, ne? Ja, genau. Genauso wie mit dem zeitlichen, ne, ja, das habe ich halt vom Urgroßvater geerbt. Kann ja ruhig sein, ne? Ah. Ja, dabei würde die gleiche Person auch nicht die Hose von seinem Papa anziehen, ne? Eben ja, also man also, kann ruhig noch mal... Los, wenn ich mir die Hochzeitsbilder meiner Eltern angucke, da denke ich, alter Falter, was haben die da getragen? Was haben die denn ja? angehabt, ne? Ja? Ja. Ja. Ist ja fürchterlich. Es, klar, es kommen manchmal kommen ein paar Trends wieder. Also dann hat man halt wieder mal eine Schlaghose in oder sowas. Aber die sieht trotzdem auch wieder anders aus. Die sieht nicht genauso aus, ne? Also das ist dann auch immer so ein kleines bisschen anders. Und äh, keiner stellt... also so ein 60er Jahre Reenactment kenne ich ehrlich gesagt auch nicht. Oder 70er. Wenig, wenig. Ja. Ähm. Grad, was jetzt gerade wieder in ist, sind so die 20er, ne? Mit, ähm, ja, 20er sind wir ganz in und ja, also wegen, wegen, wegen Steampunk P und dann gibt es diese ganzen 20er Jahre Tanzveranstaltungen ja wieder überall in den Großstädten. Und ja, wegen Babylon Berlin und Peaky Blinders und sowas, das waren dann halt jetzt auch mal so Serien, die richtig durchschlugen. Äh, ja. und, und auf einmal ist dann mal so eine, so eine Epoche in. Ja, okay, aber ähm, weiß ich nicht, ob, ob die im Mittelalter jetzt un unbedingt den Trend von Großeltern nochmal haben wollten. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, wollen meine Kinder ja auch nicht. Ne? Nee. Also, also, das können die sich gar nicht vorstellen. Ja, ja oder ne, nur, nur in Teilen, ne? Also. Ja, höchstens genau, höchstens mal in Teilen. Also bei, bei Waffen kann man es manchmal tatsächlich feststellen. Es gibt so ein paar Sachen, so ein Schwertknauf, der auf einmal wieder da ist, wo du denkst, huch, der war eigentlich 200 Jahre vorher mal in, jetzt ist er wieder da. So, so Sachen findest du manchmal, aber das ja, ist auch die Ausnahme. Ja, es gibt auch Büchsen, wo du weißt, jo, die gab es schon 300 Jahre früher und die wurde dann nochmal umgebaut und dies mhm. und das. Ne? Also hat man da auch. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir uns die politische Lage angucken und gerade gucken, was da wieder an Waffenarsenalen ausgebuddelt wurde. Damit haben wir im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Jo, und jetzt Leo Schlagwert, 1 ist also, auf ne? einmal wieder da, ne? Und, also das ja. sind Sachen, die gibt es halt immer wieder aus der Not heraus. Ja, ja klar. Genau, also Zeit, Ort, Stand und natürlich Status, haben wir auch schon gesagt. Status ist ganz wichtig, dass man auch ein bisschen zeigt, was man hat oder auch nicht hat. Würdest du da sagen. So, ähm, bei der Wahl der Kleidung ja schon im Vorfeld ziemlich genau zu wissen, was möchte ich darstellen. Ja. ja, würdest du sagen, du bist vielleicht sogar in der Zeit ein Stück weit bescheidener geworden? Weil es gibt Leute, die fangen so als Ritter an und hören am Ende als armer Pilger auf, weil sie sagen, nee, ich will eigentlich möglichst immer einfacher werden. Mir sind viel zu viele Fürsten unterwegs auf dem Markt oder so. Ah, dann, die Fürsten und Co. haben mich noch nie gereizt, tatsächlich auch nicht vor 20 Jahren. Oder so Königsdarstellung. Ähm, das nicht unbedingt. Es, es gibt Bereiche, da finde ich es ganz toll. Also, so eine Landsknecht-Darstellung ist ja sehr pompös optisch. Mhm. Ähm, ich bin aber generell im Hobby ein Fan geworden, immer weniger mitzuhaben. Wie, ah ja, okay. Ne? Aber das hat nichts damit zu tun, ähm, was will ich darstellen oder so. Mhm. Das hat eher irgendwie so praktische Gründe oder dass du auch man sich da nichts mehr beweisen muss, hätte ich fast gesagt. Oder ja, ne? ah, ja verstehe Auch das nicht alles mitschleppen. Irgendwie, ja, ja, ne? okay. Ja, ich habe genau, ich habe am Anfang eigentlich auch immer ein Schwert umgehabt, irgendwie, wenn ich auf den Markt gegangen bin oder so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das Ding ist ja dauernd im Weg, ne? was willst du denn mit dem Schwert? Nimmst du halt mal wenigstens, höchstens ein Dolch mit, das reicht auch. Und selbst den ne, da selbst reicht, darf, ist meine Bauernwerte am Gürtel hängen zu haben. Genau. Die, die ist ja auch praktisch, die brauchst du dann dauernd irgendwie. Ja. also. Nicht nur zu kämpfen, sondern musste morgens Feuer anmachen, um Kaffee zu kochen. Und dann brauchst du so ein bisschen Kiensparen, da schnitt du da eben weg mit deiner Bauernwehr oder diesen also kannst Du kannst halt andauernd brauchen. Und, und abends brauchst du die Bauernwehr zum Bierflaschen öffnen oder irgendwas. Ja. Also auch außerhalb der Darstellung ist das ein nützliches Accessoire irgendwie. Mir ist oft schon die Gürteltasche zu viel. Ja, okay, die habe ich immer, weil ich brauche dauernd irgendwas dabei. Also ich habe eigentlich immer Zeug dabei, ne? Als recht, wenn du mit Kindern, dann hast du ein Pflaster mit und hast auf jeden Fall noch ein Taschenmesserchen, damit du irgendwas abschneiden kannst. Und so. Also ich kann, ohne Gürteltasche geht gar nicht. Das hm. muss, ich, muss ich haben. So. Ja, aber ähm, was ich halt festgestellt habe, vielleicht geht es dir auch so, ist so eine andere Art von Eitelkeit. Also am Anfang will ich halt wenn... Filmcharakter aussehen und ich denke, oh, wenn ich in den Spiegel gucke, ja, sieht total heldenhaft aus. Und das will ich gar nicht mehr. Ich will vielleicht eben tatsächlich den schöneren Stoff oder dass es halt noch stimmiger ist. Also, das, ja, ich, mir kommt es nicht mehr so drauf an, ähm, so nach, nach Filmcharakter auszu, auszuschauen, sondern das ist eine andere Art von Eitelkeit. Ja, also, ja, genau. Man, man will immer mehr ein stimmiges Bild haben. Das liegt überhaupt daran, das ist ja nicht, du willst mehr aus wie ein Filmcharakter, sondern deine Vorbilder für dein Hobby haben sich geändert. Ja. Es ist halt nicht mehr Braveheart, sondern es ist der Knecht auf dem Gemälde der Mundinger Passion. Und ja, Recht genau. Oder so, ne? <laughs> oder was auch immer. Aber ich mein, ein Vorbild habe ich meistens immer noch, irgendwo ja. ganz grob. Aber das sind halt plötzlich Abbildungen. Ja. Zeitgenössische, halt, oh, finde ich cool. Oder, oh Mensch, die Farbkombi, die jetzt der die Maler genau da Genau, so die Farben, ne? Am Anfang, die meisten Leute fangen, fangen mal mit schwarz an, weil schwarz sieht ja immer so total, ja nicht nur cool aus, sondern auch ein bisschen so bad und sowas. Und dann stellst du fest, naja, ne, also schwarz war eigentlich gar nicht so in, schon gar nicht im Hochmittelalter, da will man es lieber bunt haben. Und dann schaust du halt mal, was für Farben und wie haben die denn eigentlich gefärbt und was, was hätte denn wirklich einer angehabt. Und am Ende hast du ganz andere Farben als am Anfang, ne? Also, oder würdest du sagen, du bist jetzt bunter unterwegs als am Anfang oder nicht? Oh nee, glaube ich nicht. Ich, ich gehe gerade wieder zurück. Also, also ähm, nicht mehr so bunt zu sein. Ach ja, okay. Ähm, ein bisschen, äh, weiß ich nicht, wie. Also ich habe das Gefühl, ich, ich gehe gerade wieder mehr in die gedeckten Farben rein. Mhm. Von knallbunt. Aber das ist, glaube ich, ähm, hat gar nicht so sehr was mit der. Darstellung zu tun, sondern ich glaube mit dem eigenen tatsächlichen Alter. <laughs> okay, wie ist denn überhaupt mit Färben? Hast du schon mal selbst was gefärbt? Irgendwelche Stoffe umgefärbt oder so? Oh ja, wir haben schon mal ganz aufwendig, das war sehr lustig. Ähm, mit einer Bekannten, die Ahnung von Färben richtig hat und so pflanzlich Färben, mhm. haben wir mal Zwiebelschalenfärbung gemacht. Ja. Ist äh, also nicht aufwendig, auch haben ganz viel gefärbt, einen Riesenkessel und alles und lange Zwiebelschalen gesammelt und so während des Färbens und Gesprächs und Co. kam dann aber raus, dass sie dann zum Schluss auch sagte: Ja, aber das mit Zwiebelschalen färben ist ähm, nicht belegt. Das, wofür machen wir den Scheiß hier? Ach komm, hör auf, das wusste ich ja gar nicht. Ich aber dachte, das wäre so total. Zu sehen. also Das <laughs> ist ja letztendlich ähnlich, ne? ob du jetzt mit Krab oder Zwiebelschalen fährst, ich bin ja jetzt kein Fachmann so ne ja. Aber dieses du stehst am Kessel und versuchst die Temperatur zu halten es darf nicht zu heiß werden es darf nicht zu kalt werden es genau. muss gespült werden es muss fixiert werden die Farbe noch ja, und, ja. und ne? ja ist ja ähnlich war für mich sofort klar das ist nicht mein Hobby im Hobby nee das überlasse ich andere genau das da sind wir uns auch wieder ähnlich können wir uns auch die Hand geben ich gucke halt ne, wie machen es die anderen wie muss denn Krab aussehen und dann Schaue ich halt nach einem Stoff, der so ein Rostrot hat, vielleicht oder genau, so. Genau, mir reicht eine chemische Färbung, die ja. die Optik hat. Die die Optik hat, genau. Na, ja. ähm, das kann aber jeder halten, wie er möchte. Also ich habe hier ein paar Bekannte aus der Frühmittelalterszene, denen reicht das alles nicht mehr, D deren Stoffe sind handgewebt und ja, Handgewebt, hat und gefärbt, hat genäht. Ne? Also klar, ja. das, aber der Aufwand, den kann ich mir gar nicht antun. Einfach nee. weil ich die Zeit nicht habe und weil ich, ich dann auch. Eine andere kann. Intention. Also. Ja. Ich mag auch gerne mal so eine Veranstaltung, die wie so ein Planspiel abläuft, wo jeder auch, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt eine Rolle spielt, aber man ist wirklich so drin in der Materie. Kann ich mir im gewissen Rahmen antun, aber ich mag auch gerne eine Veranstaltung mit einem Beginn und einem Feierabend. Mhm. Ich, und auch währenddessen gehe ich gerne mal hinters Eck und trinke dann Kaffee und rauche eine Zigarette. Ja. Guck dann mal ganz kurz, hat dir jemand noch eine, was auf dem Handy geschrieben, ich brauche morgens meinen Kaffee. Und ich trinke dann abends nach Veranstaltungsschluss auch gerne mein Bier. knallhart einfach aus der Bierflasche, was, was ja. sagen, das Publikum weg ist, also dann ist da an dieser Stelle auch mein Bildungsauftrag beendet. Wobei ich <laughs> zugeben muss, ich bewundere das sehr. Ich finde das eigentlich immer interessant, wenn sich jemand so diesen Aufwand auch antut. Also, wenn, wenn jemand sagt, naja, ich habe das extra recherchiert, ich will auch wissen, was das für ein Gewebe ist. Und ne? also ist das jetzt äh, Leinwandwebung oder ist das Diamant oder keine Ahnung. Ich finde das schon auch bewundernswert. Ich gucke mir das auch mal an. Aber selber würde ich mir das völlig aufwarten. legitim. Ne? Also wie gesagt, es kommt ja. auch noch die Veranstaltung an. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, wenn das Hansevolk einlädt zur Martinsküste und man feiert dann abends so, so ein Festessen, dann soll das auch alles so sein, wie das halt damals war. Wenn ich aber auf einer Veranstaltung bin in einem Museum, wo du weißt, es beginnt morgens um elf und um 17 Uhr ist Feierabend, dann trinke ich auch um 17 Uhr dann mein Bier knallhart aus der Flasche. So, ja. ne? Weil ja. ich sage, jetzt ist hier Feierabend so ne. Marscherleichterung, sagt man. Genau. Zu <laughs> Wobei übrigens tatsächlich auch bei diesen Stoffen, ähm, auch da setzen sich dann so Reenactorisms durch. Also dieser Diamantkörper war plötzlich überall und dann hast du von manchen gehört, ne, so viel gab es denn gar nicht, so ne. Weiß ich nicht. Ja, oder Fischgrad mhm. im Mittelalterbereich, ne, oder. Ja. Auch viele Sachen habe ich dann, weil mich der Stoff an sich dann auch nicht so interessiert hatte, ähm, hatte ich das dann gar nicht so hinterfragt. Und dann wurde mir irgendwann klar, dass die Leute mir sagten, ah, den, den, was ich glaube in den frühen Zeiten, das kann keines gesponnen sein. Das ist nur so ein Beispiel. Hat man halt, was weiß ich die Wolle gefärbt, bevor sie ähm, zum Stoff verarbeitet wurde. Und im Spätmittelalter hat man die fertigen Tuche eher gefärbt. Mhm. Ne, deshalb hast du zum im Spätmittelalter nicht so, ähm, ach, wie, wie, wie heißt denn das? Millierte Stoffe hast mhm. du im Spätmittelalter eigentlich nicht, mhm. weil der, das Tuchwort halt ähm, gefärbt nach dem ist, gewebt wurde. Ja, also ich habe zum Beispiel auch am Anfang habe ich so ziemlich an alles eine Webborte dran gesetzt und dann habe ich da auch so ein paar Sachen gehört wie, naja, dafür ist es gar nicht belegt und im, im Hoch- und Spätmittelalter hast du eigentlich gar nicht mehr unbedingt Webborten oder so. Und das musst du dann auch lernen, ne? wo passt denn das überhaupt dran und wo lässt es lieber weg? Und ähm, also dann hast du damit viel Aufwand gemacht und stellst nachher fest, stimmt gar nicht. <laughs> ja, oder auch so Feinheiten, dass du dann gehört bekommst, ah, du musst nicht unbedingt alles mit Leinen füttern, du kannst auch einen Wollstoff mit einem Wollstoff füttern. Ja. Ja, eine dicke Wolle außen, dünne Wolle innen. Genau, den Fehler habe ich beim Mantel gemacht. Ja, oder die unteren Kanten, nee, das Futter nicht ein oder so, weil dann kriegst ja. du nie den Faltenwurf hin, wie du es auf Abbildung kennst ja. und solche Sachen, ne? Aber das sind dann Nase so Spitzfindigkeiten, wo ich letztendlich dann auch auf Leute vertraue, die da mehr Ahnung haben. Ja, ne, mache ich auch manchmal meine Erfahrung, aber bei, beim, beim langen äh, großen ähm, so einem Halbkreismantel, ne, den hatte ich auch mit Leinen gefüttert und habe dann festgestellt, du, du stehst draußen im Wetter und das Ganze wird nass und die Wolle. Zieht sich jetzt plötzlich eben nicht zusammen, sondern wird länger und das Leiden aber schon und plötzlich ziehen sich da so ganz komische Falten und Nähte und dann kriegst du nachher gesagt, ja, hättest du mal mit Wolle gefüttert, Mantel machst du nicht mit Leiden, ne? Mhm. Also, ah, pff, ja, toll. Das sind dann so Erfahrungen, die machst du dann halt einfach. Ja, so ist es halt, ne? Und manchmal muss ich sagen, ich habe dann so, so ein, zwei, drei Leute in der Szene, wo ich dann denen mehr Kompetenz zutraue als mir und ich frage dann auch einfach knallhart. Jo. Leute du hast eine Ahnung, das ist doch dein Fachgebiet, ja. weil mich interessiert es nicht die Bohne. Ich brauche da jetzt nur die grobe, schnelle Info, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Ähm, wie mache ich das am besten? Ne? Und ja. Da ja. muss ich dann auch gestehen, denn da sind ja auch die Gefahren des Hobbys, wo ich dann manche Sachen dann auch nicht mehr hinterfrage. Ja, also sich mal halt aufpassen, ne? aber ist halt manchmal so. Und also ich kann halt nicht alles permanent hinterfragen, denn dann hätte ich heute ja noch, immer noch nichts zum Anziehen. Nee, das ist klar. Also du musst halt einfach auch. Mut zu Fehlern haben und muss auch mal ein Risiko eingehen. Und es gibt auch Leute, die sagen, Ich manch, manchmal mache ich auch ganz bewusst mal irgendwas verkehrt. Einfach also setze mir ein komisches Hütchen auf oder so, weil ich mich da nicht so ernst nehmen will. Ne? Genau. Ne? Oder es geht um manche Sachen, die ich ja ganz bewusst geschummelt habe. So, so wie ich in der Frühmi hose ganz gerne mal ein Gummizug eingenäht habe. Ja, okay. Weil man es sowieso nicht sieht. Oder in den ein oder anderen Mäntelchen habe ich eine Intasche eingenäht. Ja. Ne? Ja. Ja, ist genau, einfach, oder, ne? oder, oder vielleicht eine, ähm, weiß ich nicht, so ein, ähm, ein Verschluss, den man nicht sieht, der irgendwo innen das Ganze auch mal zusammenhält oder so. Klar, sowas mache ich schon auch manchmal. Also erst recht dann, wenn du von deiner Angetrauten gesagt kriegst, das ist zu kalt, da steht mir viel zu sehr offen, kannst du da nicht mal was machen. Und dann, ja, klar, dann machst du halt mal irgendwas, was vielleicht nicht unbedingt historisch ist. Was mir natürlich immer mal vorsteckt, ist, dann mach's doch mit Klett. Das habe ich <laughs> bisher immer abgelehnt. <lacht> <lacht> ja, warum nicht? <laughs> ja, könnte man theoretisch machen, ne? aber Klett habe ich mir bisher immer gespart. Ähm, ja, Stichwort Mütze und, und Hut und sowas, das ist ja auch Kleidung. Und ich bin ein Fan von Kopfbedeckungen. Wie ist da mit dir? Ich sehe dich eigentlich auch immer mit verschiedenen Kopfbedeckungen so auf den Bildern. Ja, es war eine Zeit lang, dass ich sogar ähm, mir jedes Jahr auf der Renecta-Messe in Minden, jedes Jahr aus Prinzip eine neue Kopfbedeckung gekauft habe. Ach komm. Und, und die dann halt auch gesammelt habe, wie blöde. ne? Ja, ja, geht und, mir ähm, auch so. Ich habe auch ganz viel mittlerweile. Und ich tatsächlich ja auch privat meistens immer eine Mütze trage. Ja, ich auch. Also irgendwie so ein Baseball-Cap oder irgendwas habe ich <laughs> auch privat. Ja. Ähm, das ist halt so witzig. Unverzichtbares Accessoire. Ähm, hat ja auch manchmal Praxis, ist, ne? Also wenn ich ja. einen großen Hut aufhört, passen meine Zigaretten drunter, ist ja auch ganz praktisch. Dann <laughs> genau. weiß ich, wo sie sind. Ähm, und es ist ja halt ein modisches Accessoire, da kannst du halt noch mal was zeigen, ne? Unbedingt, ja. Ja klar, also was wären die Peaky Blinders ohne ihre Mützen, ne? Der, ohne Eben. diese typischen äh, Arbeiterkappen. Also, ja, falls jemand dann, die Serie kennt, ich sag jetzt nur mal, oder der, 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 der Westernheld ohne Hut ist ja quasi ja, unvorstellbar. Ne? Cowboy ohne Hut geht, geht gar nicht. nicht ne? Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Und, ähm, und auch heute haben wir ja ähm, Gruppierungen, wo halt auch immer Mützen getragen werden oder so. Ja. Ne? Ich sag mal, die, die typische Baseballmütze, die Truckermütze, die, 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 die Altherrenmütze und weiß ich, was ja. Ne? Also ja, 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 und äh, ich finde halt auch, also selbst wenn jetzt, ich sag mal, rum die Hose nicht so stimmt, aber wenn du eine Google anhast, siehst du von weitem auch Mittelalter. Ne? Also, das ah, kann. Ja. Ja. als die Queen noch lebte, war Thema Nummer eins, welchen Hut trägt sie Welchen hat die ne? auf? Ja, ja ist doch so. Ja, klar. Ne? Und, und ich mag das im Hobby auch und man sagt ja immer, so eine Klamotte ist ja auch erst rund, wenn der Hut albern ist. Ne? Also da, also <laughs> genau. So zählt es halt nicht. <laughs> Stimmt. Ja, und da darf es halt auch ruhig mal ein bisschen, also da darf man sich auch mal selber auf die Schippe nehmen, finde ich. Ne? Also da kann auch ruhig mal so eine viel zu lange Feder dran sein oder so. Ja, weil sie eine Zeit ja lang einen blauen Zuckerhut gehabt als Hut immer. Da, da sagten meine Kollegen auch schon, Eike, der ist jetzt aber doch ein bisschen arg albern, ne? <lacht> <lacht> Ja, okay, wer es tragen kann, ne? Das kann ja. ja auch nicht jeder. Also der eine oder andere hat auch nicht so ein Mützengesicht, sag ich jetzt mal. <laughs> ja, ja, und <laughs> ja. auch da kommt dann auch, wenn man sich die Quellen anguckt, also die Bildquellen, siehst du halt häufig Hüte tatsächlich. Ähm, und auch manchmal habe ich da so, wie du, da nehme ich die Quellenlage nicht so ernst, weil das dann mein privater modischer Geschmack dann manchmal überschreitet. Das ist natürlich nicht der richtige Ansatz, das ist mir durchaus klar, aber manchmal bricht es in einem durch. Ja, naja gut, es war ja aber auch über Jahrhunderte war es einfach auch einfach äh, obligatorisch. Ich weiß, meine Oma hat das grundsätzlich gesagt, wenn ich aus dem Haus ging, ja, hast ja nicht, nichts auf dem Kopf. Das, also noch bis in die 60er Jahre hatte man als Mann gefälligst irgendwas auf dem Kopf. Und äh, die meisten Frauen oft auch, also ich sage mal, dieser Streit ums Kopftuch ähm, jetzt bei äh, ja, orientalischen Frauen, das wäre hier in den 50er und 40er Jahren auch noch total normal gewesen, da hatten so viele Frauen auch ein Kopftuch an. Also hier auf dem Dorf genauso ja, wie sonst eben. bei der Oder Arbeit. An. Im Alter, hast du dieses Thema, ich muss doch nicht jetzt noch über den Wams was drüber tragen, ist doch warm genug oder so, ne? Nee, aber hast du halt einfach an, ne? Ja, so und das hast du heute immer noch. Ein Bankangestellter ja. hat halt heute immer noch ein Jackett an, Ende im Gelände. Ja, genau, es gibt ja. so ein paar ähm, typische Berufskonventionen, da ist das eben so, Der ne? Arzt hat immer noch einen Kittel drüber, ein Hausmeister hat seine Hausmeisterjacke. Ja. Okay, das heute meistens nicht mehr, aber das ich sag mal so ein bisschen in den 60ern war es definitiv noch so. Und der Bauer hat ja auch so in sein, sein Feldjackett gehabt oder irgendwas ja. was er immer drüber getragen. Ja, hat. ja interessanterweise hat selbst dort, wo man es eigentlich nicht erwartet. Also man denkt ja immer so die USA, die sind so was Konventionen angeht so locker äh, äh, im Gegenteil, also gerade so in im ähm, New England da es gibt den Casual Friday da hast du mal ein lockeres Hemd an ansonsten hast du da in der Bank genauso Anzug Ein an Anwalt, den, äh, der seine Krawatte vergessen hat, ist vor einem deutschen Gericht nicht zugelassen. So ist es. Ne? Ja. Also so ist es halt. Ne? Ja. Und genau und da kann man natürlich auch dagegen arbeiten. Man kann das natürlich immer ablehnen, aber ich finde schon, es gibt so ein paar Sachen, die gehören einfach dazu. Also, ich setze mich auch nicht äh, mit Jogginghose in die Kirche oder in die Oper. Das mache ich einfach. Ja, nicht. meine Kinder sehen es anders, aber ich würde es auch nicht tun halt. Ne? Und ja. Im Hobby habe ich es tatsächlich ganz oft, dass ich halt nichts über den Wams anhabe. Ich habe den Wams nicht offen und dann kriege ich immer so als Kritik, das sind nur die bösen Buben, wo ich nochmal sage, dann passt es ja wieder. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Ja, weiß ich nicht. Ist vielleicht so ein. So eine Marotte, aber ich finde schon auch, es gehört die richtige Klamotte zum richtigen Anlass. Also ist einfach so. Ich mag mich dann auch gerne mal in Schale schmeißen, wenn ich abends in, ins Theater gehe oder so. Dann weiß ich nicht. Und ich finde, das ist auch eine Frage des Respekts, irgendwo dem Ort und der, der, dem Anlass gegenüber. Klar kann man dagegen opponieren. Aber ich weiß, ich weiß nicht, die, gerade die, die Rebellen sind vielleicht in 10, 15 Jahren dann auch so weit und sagen, naja doch, es gehört eigentlich so. <laughs> ja, auch da bin ich teilweise sehr traditionell klischeehaft, ne? Also ich trage zum Anzug nur aus Prinzip weiße Hemden. Ja. Und auch immer nur langärmliche weiße Hemden. Ja, das langärmigt sich auch. Also, ich ja. extrem selten habe ich mal ein kurzärmliches Hemd. Da muss es draußen wirklich 40 Grad plus haben, sonst habe ja, ich Ja, so Workerhemden hätte ich fast ja. gesagt. Ich trage ich aber nicht zum Anzug. So, ne? Zum ja. Anzug ziehe immer ein weißes Hemd an. Ja. Man, ich trage jetzt auch nicht offen Anzug, liebe Leute. Ne? Aber wenn, dann <laughs> mit einem weißen Hemd. Ja, wenn schon, denn schon. Langärmlich ne? halt. Ne? Aus Prinzip einfach. Und da weiche ich auch nicht von ab. Mhm. Dann. Und ich. Ich gehe auch in der Jogginghose nur zum Sporten, das tue ich nicht. Also, ist, ich gehe in Jogginghose nur raus, wenn ich zum Arzt fahre, weil ich krank bin. Ja, okay. das sieht man sonst draußen nicht in einer Jogginghose. Also, es wird mir ein Traum nicht einfallen. Ja. ja, ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele Zuhörer das anders sehen. Das ist ja auch okay. Das, das darf, ist ja okay. Darf jeder, ja. darf jeder für sich entscheiden. Also, wir, wir sind hier weit davon entfernt, irgendwem irgendwas vorschreiben zu wollen, denke ich mal. Muss jeder für sich entscheiden. Aber ich finde es halt irgendwie, manche Sachen sind dem Anlass angemessen und das geht mir eben auf Mittelalterveranstaltungen auch so. Da will ich halt auch nicht in irgendeiner Klamotte rumlaufen, einfach weil ich angesprochen werden kann, weil ich das dann auch erklären möchte, weil ich dann auch denke, ich fühle mich selber auch sonst nicht richtig wohl. Ne? Wenn, mhm. Weiß ich nicht, wenn mir irgendwie was nicht passt oder wenn es nicht so stimmig ist, dann fühle ich mich auch selber nicht so richtig wohl. Da gehe ich lieber nicht hin. Als verkehrt hin. Ja, ja. schön. Ja, und ich habe ja auch als Sozialarbeiter in meinem Büro das Elterngesprächstakett hängen. Ja, genau. <laughs> ja. Auch das, das, ist auch eine ja. Respektsfrage, ne? Da kommen die Eltern, da kommt nicht irgendwer. Und da willst du auch ein bisschen auch dem gegenüber dem, so einen Respekt bezeugen, denke ich mal, oder? Ja, also habe zu tun. Wenn also Termine sind, deshalb hängt das im Büro, das habe ich seltens an. Ja. Aber es gibt mal so, wo ich denke, jo, jetzt hast du es. Genau. Brauchst du heute mal den Anlass angemessen. <laughs> genau. Ja, dann gibt es vielleicht das doch auch noch als Stichwort, dann gibt es natürlich auch ein paar Sachen, die macht man einfach aus praktischen Gründen. Also manches muss man einfach anhaben, um bestimmte Sachen zu schonen oder zu schützen, denke ich mal. Also, also Stichwort äh, Berufskleidung. Hast du da irgendwas, wo du sagst, so wenn ich eine Kanone zünde, muss ich das haben oder so? Mm. Ich habe mir gerade überlegen, glaube ich nicht. Also, ich habe schon, dass ich weiß, bei manchen Sachen, die ich mache, ziehst du nicht den besten Kittel oben drüber. Ja. Ähm, aber da ich meistens so Darstellungen mache, wo ich nichts anderes brauche, geht das eigentlich ganz gut immer so. Bei mir sind es eher andere Sachen, dass ich zwar mal so ein, zwei Hosen hatte, so mit richtig Fußteil dran, mhm. dann aber merkte, wenn du so Veranstaltungen hast, die länger sind, manchmal hast du nur das Problem, dass du einfach nasse Füße hast bekommen, aus irgendeinem Grund, ne? Dass ich dann irgendwann dazu beigegangen bin, nur noch Hose mit Steg zu machen und dann kann ich die Socken wechseln. Aha, weil man okay. sie eh nicht sieht. Ne? Ja. Das ist aber dann wieder der Bereich, da habe ich geschummelt dann, ne? ja. Da geht es um dieses Schummeln. Ich trage da moderne Socken und mit Steg. Und wenn die Füße nass sind, kannst du Socken eben wechseln und dann, weil du nicht gleich die ganze Hose wechseln musst. Ja, mir fiel halt jetzt ein, bei Bogenschießen habe ich auf jeden Fall einen, einen Armschutz an, weil sonst bleibst du entweder hängen an der Klamotte oder schabst dir so langsam glatt. Ne? Also da, da muss schon auch was drüber sein und das siehst du dann auch auf Abbildungen. Ne? Das haben die früher ganz genauso gemacht. Nee, beim Kanonenschießen sind das dann eher die Sachen, das sind aber moderne Sachen wie Ohrstöpsel oder irgendwie sowas. Ne? Ähm. Ja, okay. Aber sonst habe ich da, glaube ich, in dem Bereich nichts. Ja, also so Sicherheitsschuhe oder sowas hast Nein. du jetzt nicht an. Weil nee. es könnte einem ja mal eine Kanonenkugel <laughs> auf den großen C fallen oder? Ja, wie. nee, aber ist nicht vorgeschrieben, habe ich nicht an. Nee. aber. Okay. Nee, was ich dann eher dabei habe, ganz oft so Lederhandschuhe. Mhm. Gerade wenn du dann doch mit der Räumnadel nochmal irgendwie ran musst oder du hast so ganz leicht Nieselregeln oder hohe Luftfeuchtigkeit, dann kannst du mit einem Lederhandschuh auch nochmal eben das Zündloch abdecken oder solche Sachen. Ne? Dann mhm. hast du es dabei, musst nicht irgendwie einen extra Lappen noch haben oder so. Dann. Aber ähm, nee, im Prinzip habe ich das nicht. Wie ist beim Kochen? Hast du so eine Feldküche oder sowas? Hast du da noch irgendwas ja. Spezielles an? Dass... Nee, wir haben Gott sei Dank uns in Gruppe Jemand, der gerne leidenschaftlich gerne kocht. Okay. Und ich bin aber tatsächlich sonst auch in meinem Privatleben so, dass ich eigentlich fast immer Klamotten anhabe, die ich zu allen Anlässen tragen kann. Hm. Also, ich trage zum Beispiel ja selten Anzug, wie vorhin eingangs erwähnt, weil ich am liebsten mag, immer Schuhwerk und immer Hose anzuhaben. Damit kann ich zur Arbeit gehen. Und wenn jemand mir auf Arbeit sagt, komm, wir fahren jetzt auf ein Festival, müsste ich mir nicht umziehen gehen. Dann würde ich sagen, ja, wunderbar. Ah, okay. <laughs> hab hm. alles an. Aber das ist mein persönliches Naturell und das habe ich im Hobby ebenso. Ja. Verstehe. Ja, bei mir ist umgekehrt, ich habe irgendwo äh, so eine Gartenhose und dann stelle ich fest, ich stehe mit den ganz normalen Klamotten im Garten und denke mir, auch, oh, verdammt, wieso hast du die jetzt eingesaut? <laughs> aber, ja, genau, und das habe ich halt selten. <laughs> ganz, ganz selten, dass, ja, wenn, wenn ich weiß, jetzt, jetzt streichst ein Zimmer oder irgendwie so, ne? Ja. Dann ich schon mal um oder so, aber ich mähe den Rasen in derselben Hose ja, Genau, ja, mache ich auch und ich ärgere mich dann hinterher über mich. <laughs> nee, aber ich laufe auch immer leicht schmuddelig rum, weil ich auch immer so ein Ding habe. Ähm, ich kann mich morgens frisch anziehen und zur Arbeit fahren und bevor ich auf der Arbeit bin, stelle ich fest, oh, hast schon erst Kaffeefleck hier auf der Hose oder ja. so. Also ah, gutes Stichwort. Ähm, passt du auf die Mittelaltersachen mehr auf als jetzt auf die normalen, ähm, modernen, zivilen Sachen? Nee. Nee. Gar nicht. Nee. Nee. Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich habe es ja schon gesagt, ich habe das bei den Kindern nicht erwartet. Gut, du ermahnst sie mal, ne? so, ja, doch. Da, wo ich grundsätzlich was dagegen habe, ist, wenn dann irgendeine Bratwurst gegessen wird und da kleckert einer mit Senf rum. Das kriegst du nämlich nicht raus. Also da habe ich immer gesagt, passt bloß auf mit Senf und Ketchup. Ne, aber Aha. sonst. Ja. Selbst da nicht so wirklich und. Ähm was halt anders ist, dass ich sag mal 99,9% meiner mittelalter Klamotten, wenn sie dann doch mal gewaschen werden müssen, weil dann muss man aber übrigens nicht so häufig waschen, nee. liebe Leute, man kann die einfach ausklopfen, aushängen ja. oder was auch immer, dann ist meistens gut. Aber wenn dann doch irgendwann mal zu diesem hart-Härtefell kommt, es muss gewaschen werden, dann ist es meistens Handwäsche. Ja. Und das stresst dann halt, so, wenn man halt, so wie ich, auf Hausarbeit nicht um die Bock hat, aber das immer machen muss. Dann ja. Ist es halt mal so, ne? Muss halt Aber, sein, ne? Also, das, ist ja, ich bin, da muss ich dann auch sagen, da bin ich auch lange Zeit sehr geduldig, ne? Bis das mal irgendwann in die Wäsche kommt. Ich wollte gerade sagen, also was ich mittlerweile häufiger wasche, wasche, ist tatsächlich so die Unterwäsche, die Leinenhemden. Ja, und so. okay. Aber die sind meistens auch ähm, keine Handwäsche mehr. Das ist dann sehr entspannt, wenn du so ein reines Leinenhemd hast, das muss ich nicht mit der Hand waschen. Aber, und das wasche ich schon häufig. Aber so, so Hose und Wams und so ein Tüdelkram, ach, ja. das kann ich auch durchaus eine ganze Saison durchtragen, ohne mit der Wimper zu zucken. Also, also das vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt doch nicht so stark im Hobby drin sind: Wolle ist ein ganz spezielles Material, muss man mal klar sagen. Erstens ist es sehr warm, also kann sehr warm halten, selbst dann, wenn es feucht wird. Kann aber umgekehrt auch bei, bei warmem Wetter ganz gut schützen. Und es ist halt, ne, was Eike jetzt gerade sagt unglaublich robust gegen Flecken. Also meistens reicht es völlig aus, selbst wenn du mal im Schlamm gelandet bist, das Ganze nachher trocknen zu lassen und auszubürsten. Reicht. Dann sieht die Wolle wieder aus, wie sie vorher ausgesehen hat. Also. Und es schützt auch vor Wärme. Also es ist ja so diese Standardfragen meistens schwitze nicht unheimlich oder so, aber. Die Beduinen in der Sahara laufen auch in Wolle rum. Die haben sich da schon was bei gedacht. Richtig. Ne? Oder wer Opa fragt, der sagt halt auch irgendwie, was vor Kälte schützt, schützt auch vor Wärme. Und vor Wärme, ganz genau, ja. ja. Also deswegen, und du hörst manchmal, ach nee, Wolle, nee, sowas ziehe ich nicht an, das kratzt doch immer so. Stimmt überhaupt nicht. Das sind meistens die Leute, die noch irgendeine Erinnerung an Omas alten Schal haben, der ja aus Strick besteht. Und meistens auch mit irgendeiner, sag ich mal, nicht so hochwertigen Wolle gestrickt war, ja, sowas kratzt irgendwie am Hals. Aber das, was ich habe, das sind zum Teil so schön weiche Stoffe. Das ist angenehmer als äh, Kunststoffvlies oder irgendwelche modernen äh, Stoffe. Ich finde das so angenehm. Das stimmt. Also der unangenehme Teil zum Tragen ist meistens, wenn es dann doch nicht reine Wolle ist. Ja. Oder. Es mag ja einen gewissen Prozentsatz an Menschen geben, die eine Allergie gegen Wollin haben, also ja, okay. oder so. Das, ne? das, aber das ist ja sowieso nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Ja. Im Allgemeinen lässt sich Wolle tatsächlich sehr angenehm tragen so und ist eigentlich auch sehr pflegeleicht, wenn man mal von absieht, dass es halt die großen Temperaturen in der Waschmaschine nicht so gut abkann. Ne? Also, genau. Ja, das, <laughs> das ist eben, halt genau, sonst einfach. ist es nur noch halb so groß. Das ist halt ja, ein, ein bisschen doof. Die Handwäsche ist dann auch immer lästig, denn weil dann ist sie ja wirklich klatschnass und dann hast du da wirklich deinen Wäscheständer komplett ausgebreitet auf volle Länge und legst die Hose da so im Ganzen drauf, damit das alles nicht so mega verzieht und diesen ja, da. Ja, Aber ja, ja ich habe da den großen Vorteil, dass ich auch einen schönen großen Garten habe und da kann ich dann auch schon mal Sachen ausbreiten oder so. Oder hab's ähm, über, über das Schaukelgestell dann da hängen, das, das geht einigermaßen, wenn es das Wetter mitmacht. Ne? Ja, ja, ich, ich sehe auch mal zu, dass das im Sommer macht, dann kann das raus im Garten, ja. weil das tropft ja dann ja auch erstmal extrem, wenn ne, ja. das darauf kommt. Und, aber es, es geht alles. Ne? Also ja. liebe also Leute, die gerade zuhören. Ich bin jetzt seit 15 Jahren allein Erziehender Vater und Hausmann und muss mich um all diesen Scheiß selber kümmern. Es geht, es geht, man kann das machen, wirklich. Ja. Und auch ihr könnt es lernen, ich auch wenn ihr keine Meinung habt, ihr habt da keinen Plan von. Ne? Und ja, man Na ja kann gut. Sich da Und natürlich gibt es immer Leute, die es besser können. Wir haben bei uns in der Gruppe auch Leute, die haben vorher noch nie genäht, erst als wir mit dem Hobby angefangen haben. Und der liebe Bernd bei uns in der Gruppe, der hat seine Einstiegsklamotte genäht, wo das Alter Falter, krass. Ja. Also, hat sich da so reingefuffelt und das ist halt ein Mensch, der gerne alles sehr akribisch, sehr genau macht und das dann sehr geduldig und hat gleich in der Anfangsphase, wo ich dachte, krass, der hat eine Schamlatzhose, ein Wams, alles passt super, alles sieht. Hat tippen, er selber auch. genäht? Alles selber genäht. voll wow. Null Näherfahrung gehabt. Also es gibt Leute, die haben da auch so eine Begabung für und kriegen das auch hin. Ja. ja? Und, und kriegen das sehr, sehr gut hin. Also der kriegt das viel besser hin als ich und der hat mittlerweile ohne viel genäht. Weil er dann ja irgendwann auch für sich entdeckt hat, ja geil, ich kann's. Ne? Und ja, das stimmt. Gut. Also, das habe ich auch ja. immer wieder kennengelernt. für ne? sich auch nicht unbedingt, dass es das Schönste auf der Welt ist, zu ja. nähen. Ne? Aber ja, ja, ja toll. Man kann da schon stolz sein. Also, der präsentiert jedes Jahr seine neue Kollektion. So. Also, die erste Veranstaltung in jedem Jahr wartet man nach dem Aufbau. Wie kommt der liebe Bernd gleich aus dem Zelt rauf? Ne? Was gibt es <laughs> dieses Jahr neu, so weil Ja, das toll. Das mal halt manchmal auch. Ne? Und. Da hast du auch schnell ja im Hobby dann auch ähm, Anerkennung tatsächlich. Ne? Unbedingt, ja. Also jemand, der schon länger dabei ist, der sieht das sofort. Der sieht sofort, ob das stimmig ist, ob das jemand ähm, irgendwie drauf hat und die Anerkennung hast du da auf jeden Fall sofort. Ja. Und zu Recht auch, ne? ja, zurecht, ja klar, es steckt ja ein Haufen äh, Arbeit ja, drin. Ne? Es gibt auch gute Sachen zu kaufen. Also nicht unbedingt von der Stange, aber es gibt ja so den einen oder anderen, die so in der Szene bekannt sind, die halt auch gewerblich schneidern und auch auf Maß und so. Aber auch da ist das manchmal, dann siehst du da jemanden und weißt du ganz genau, oh, hat er da gekauft, hat mhm. er da gekauft, hat er da gekauft. Das gibt es ja auch. Ich finde das nicht schlimm, aber Nö. es fällt halt manchmal auf. So dann, ne? Ich, ich frage mich dann immer, ob das eben tatsächlich früher nicht auch so war, dass man vielleicht früher auch so gesehen hat, Ah, das ist vom Schneider so und so. Ne? Definitiv hat man das, glaube ich, so, weil auch damals haben die Leute nicht selber geschneidert, sondern sie sind zum Schneider gegangen. Mhm. Also auch der Bauer ist zum Schneider gegangen, ja. und hat nicht selber in seiner Hütte geschneidert. Ja, genau. ja, genau. Doch, ich gehe da auch von aus, dass sie halt. In so einem Ort gab es, was weiß ich zwei Schneider oder drei und man hat den Leuten das dann angesehen. Ah, das kommt von dem Schneider, das kommt von dem Schneider und das kommt von dem Schneider. Ja. Also weil da jeder auch so seine Eigenarten hat dann, ne? Genau. Und man hat sich halt an dem orientiert, was gerade Mode war. Aber man hat natürlich auch das gemacht, was man eben so konnte. Ja. Also, ne, liebe Leute, aber seid ja, Ich gehe davon aus, ob das wirklich so ja, war, weiß klar. ich nicht. Ne, also, weil ich nur noch mal erwähnt habe. Bin halt kein Fachmann. Das sind ja so, ähm, ja, meine Gedanken dazu. Ja, gibt, äh, gibt es vielleicht an der Stelle noch irgendwie besondere Literatur, die du empfehlen würdest oder wo du sagst, ja, also da habe ich eigentlich, gut, du hast jetzt gesagt, dieses Anno 1504. Um 1504. Um 1504. Kann ich sehr gut empfehlen, ist ähm, auch im Internet verfügbar, heißt ja. auf die Seite heißt um 1504. Dort kriegt ihr fürs Spätmittelalter Schnittmuster für den Herrn und für die Dame. In vier Größen und zwar so diese Basics: Hose, Leibhemd, Wams mhm. und so ein Tüdelkram. In allen Größen kostenlos und runterladen das Schnittmuster. Wahlweise auf A1 oder A4. Und wenn man das in der A4-Variante ausdruckt ihr kriegt dann nicht so eine kleine Explosionszeichnung, die ihr euch dann hochrechnen müsst, sondern ihr kriegt dann auch eine Klebeanleitung, wie ihr diese A4-Blätter aneinander klebt, und alles ausschneidet und, <laughs> und euer Schnittmuster in Originalgröße habt. Also mehr Service kann man nicht bieten man kann das buch kaufen von denen direkt man kriegt das aber auch über einschlägige internet riesen bestellt aber sie sind auch so nice und stellen zusätzlich alles kostenlos auf ihrer internetpräsenz zur verfügung kann ich erstmal für den bereich für im einstieg in die spätmittelalter szene uneingeschränkt empfehlen auch wenn es da hier und da mal kritikpunkte gibt über den einsatz der ärmel und co weil die das halt, ähm, gemacht haben, für Leute, die jetzt anfangen zu nähen und mal gucken wollen, wie geht's. Man hätte den Ärmel in Wirklichkeit noch anders gestaltet, als sie das jetzt in ihren Anleitungen gemacht haben. Aber dann wäre das nicht mehr einfach so von der Masse zu reproduzieren. Ja. Apropos Webseiten und Internet, vielleicht auch gerade, weil es dazu passt. Ihr findet natürlich den Eike auch auf der Webseite von keinesweibesknecht. Das ist ein Wort. Also ihr schreibt es einfach in einem Wort, keinesweibesknecht.de Ganz genau. Und dort findet ihr ähm, die komplette Gruppe, also auch den Bernd, von dem wir gerade gesprochen haben. Genau, den finden wir da auch. Und ähm, ganz, ganz viele Bilder. Da sind Galerien, wo ihr euch also wirklich anschauen könnt, wie das ausgesehen hat. Genau, quer durch die Epoche. Wir sind schwerpunktmäßig im späten 15. Jahrhundert angesiedelt, aber einige Mitglieder von uns sind auch in anderen Epochen zu Hause. Deshalb tauchen da auch mal Bilder aus aus dem 30-jährigen Krieg mhm. oder ganz und Co., ähm, alles ein bisschen gemischt, aber der Schwerpunkt unserer Gruppe ist tatsächlich das späte 15. Jahrhundert. Ja, wenn wir noch bei Buchempfehlungen sind, einen Moment. Ich kann sonst noch ein Buch empfehlen fürs Spätmittelalter von der Melanie Burgemeister. Kleider, Kultur, Ordnung, kulturelle Ordnungssysteme in Kleiderordnungen aus Nürnberg, Regensburg und Landshut zwischen 1470 und 1485. Kleider, Kultur. Ich schicke dir gleich die ISB-Nummer zu. Okay, <laughs> das ist raus. nämlich für mich auch neu. Das kenne ich noch nicht. Sehr hm. vielen Dank für den Tipp. Mensch, ich, ja, ich mache noch eine Schleichwerbung. Nö, äh, wenn nicht. ihr schon auf der Seite seid von keinesweibesknecht.de, findet ihr da auch einen Link zu meiner YouTube-Seite. Mhm. Die heißt praktischerweise auch Keinesweibesknecht, ganz einfach zu merken. Und dort gibt es jeden Donnerstag Talk aus der Wachstube. Und die Melanie Borgemeister. Oh, ich korrigiere mich. Dr. Melanie Bürgermeister war auch dort schon mehrfach zu Gast. Und ja. da ging es halt auch um das Thema Kleidung. Gut. Ähm, ich hätte auch noch einen Tipp. Das ist ein Buch, das aus einer Doktorarbeit entstanden ist. Und zwar von der Katrin Kania. Ich bin mal gerade kurz ans Regal, dass ich äh, den Titel nicht verkehrt sage. Augenblick. <laughs> So, da bin ich wieder. Also, Katrin Kania, Kleidung im Mittelalter. Materialien, Konstruktion, Nähtechnik, ein Handbuch. So heißt es ganz genau. Das ist äh, für mich auch so eine richtige kleine Bibel, denn die hat ganz genau recherchiert, welche ähm, archäologischen Belege gibt es denn, welche äh, ähm, Kleidung haben wir denn vielleicht noch in Museen hängen oder in alten Schlössern. Was ist denn da tatsächlich ähm, für einen Stoff verwendet worden? Wie sind die Schnitte ganz genau? Wie sind die Nähtechniken? Das kriege ich dort drin alles erklärt. Deswegen, also Katrin Kania, kann ich nur rundum empfehlen. Es ist eine Fundgrube. Der Empfehlung kann ich mich auch an, ja. an, an, anschließen. Sag mal. Ja, anschließen. Okay. Ich glaube, damit hätten wir auch die wichtigsten Bücher, glaube ich, schon zusammen. Ja, ich glaube auch. Ja, ja, und super. bei diesen um 1504 finde ich halt sehr praktisch. Ähm, die haben wirklich als Schwerpunkt richten die sich an die Leute, die anfangen wollen mit dem Spätmittelalter. Ja. Und wenn man sich an deren Anleitung richtet, dann hat man wenigstens schon mal ein Grundgerüst, wo niemand sofort die Nase rümpft. Ja. Das ist ja schon mal sehr angenehm. Ganz Luft genau. Nach oben gibt es natürlich immer, aber das kann man nicht mal so eben dann machen. Ja, also jetzt haben wir schon ähm Sag mal, Grundkleidung, Schuhe, auch die Kopfbedeckung. Wie ist denn mit Gürteln und, und Gürteltasche? Du hast gesagt, Gürteltasche hast du schon fast gar nicht mehr, oder? Hast du andere Taschen? Hast du irgendwie was zum Umhängen oder Nein, so? Nein, ich habe eine Gürteltasche natürlich. Ja. Ähm, die ich hier nach diesem holländischen Machtwerk gemacht habe. Mensch, ich komme auf den Namen nicht. Wie heißt denn das Buch? Kennst du bestimmt. Ja, Holländisch sagt könnte ich jetzt auch mal ans Regal rennen? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Augenblickchen. Ich vermute mal, dass hier Purses in Pieces. Ganz genau. Ja. Danach habe ich mich grob lang gehangelt für eine Gürteltasche. Ähm, der ursprüngliche Grundgedanke war auch da sehr unhistorisch, sondern praktisch. Mhm. Wohin mit Autoschlüssel und Handy? Jetzt bin ich halt ja sehr lange im Hobby, wie ich eingangs erwähnt habe. Diese Tasche hat keinen Platz für Autoschlüssel und Handy. Da hm. sind irgendwie die Knochenwürfel drin, da ist ein Kartenspiel drin, da ist das Essmesser drin, da habe ich noch einen kleinen Löffel, dann hat man noch irgendwie so einen kleinen -Kram und dies und das, da kann ich Ganz genau. gar kein Handy und Co. mehr rein. Ja, ja, ja. Da ist das drin, was man so im Mittelalter auch in seiner Tasche drin hatte. Richtig. Und deshalb passt da nichts anderes mehr rein. Merk aber, die ist halt auch. Ähm, so beim normalen Gehen und Co. ist das ja alles easy und sieht auch repräsentativ und hübsch aus. Auf dem Schlachtfeld, im Feld oder an der Kanone und Co. ist sie einfach eher lästig. Und dann habe ich sie häufig auch einfach schon gar nicht mehr um. Ja, also da habe ich zum Teil wirklich von Anfang an ein Problem gehabt und das habe ich bisher auch noch nicht gelöst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du wirklich jetzt auch noch Bewaffnung dabei hast und eine Decke und dann denkst du dir, na irgendwie brauchst du ja jetzt auch ein Wenigstens eine Wasserflasche oder sowas, dann frage ich mich: Sag mal, haben die Leute grundsätzlich einen Wagen hinter sich hergezogen oder wie haben die das denn transportiert? Da sehe ich auch ganz selten mal jemand mit einer Kiepe oder sowas in der Abbildung oder, oder ist da immer ein Packpferd dabei gewesen? Ich weiß es nicht. Also fürs Spätmittelalter ist das relativ genau belegt, wie so Herzüge aussahen und ja, sie hatten Wagen und Co. dabei. Ja wo der ganze Kram raufgeschmissen wurde ja. mit allem drum und dran und es gibt auch Abbildungen im Spätmittelalter für so eine Art Seesack und Co, wo alles reinkam zum Tragen und ja. wo man seinen Gelumpe halt dann drinne hatte. Also Aber ja, sie haben das nicht zu Fuß getragen zum Schlachtfeld oder so. Das genau. Ist Aber albern. Eine große Umhängetasche oder sowas hast du normal nicht dabei. Ah, habe ich doch häufig dabei, auch wenn ich dafür wenig Belege bis gar keine kenne. Mhm. Aber irgendwo musste ich dann doch letztendlich Portemonnaie, Schlüssel, ja. Handy, Zigaretten, was man so hat, oft lassen. Aber die nervt dann auch häufig. Ist das halt, was für eine Veranstaltung du halt hast, ne? Was, wenn, wenn wir, ich bin häufig in Lübeck auf dem Geschichtserlebnisraum, die hängt dann da in der Küche irgendwo am Haken oder so im Hintergrund, da weiß ich, gut, da hast du jetzt Handy Zigaretten dran, ich hm. bin da mal ein sehr leichtgläubiger Mensch, der immer von ausgeht, mir kommt schon nichts weg. <laughs> ja. Ja, ja, okay. Na, ich habe im Hochmittelalter dann relativ bald diese Pilgertasche, ähm, die du halt auch in, der, in, in dieser Kreuzfahrerbibel siehst. Äh, ja, ähnlich entdeckt. ist meine Tasche halt auch, aber ich kenne dafür zu wenig Belege. Die, die ist echt nur dem geschuldet. Irgendwo muss der Tüdelkram halt Ja, hin. okay. Aber gut, das muss halt irgendwie auch <laughs> passen. Ne? Ja. ja, gut. Ähm, wie ist denn noch mit den... Ich will noch einmal kurz auf die Schuhe zurück. Da gibt es ja dann zum Teil auch so ganz... Abgedrehte äh, Modeerscheinungen, also gerade um 1400 diese langen Schnabelschuhe. Hast du dann vielleicht ähm, um 1600 auch so Kuhmaulschuhe oder sowas an? Für 16. Jahrhundert habe ich tatsächlich Einsatz Kuhmaulschuhe. Das sind nicht die besten. Also auch da ist noch viel Verbesserung möglich. Mhm. Aber ja, habe ich auch, weil die halt dieses Bild von so einem Landsknecht erst abrunden so richtig. Und kommen da auch schon so Strümpfe auf? Hast du da auch so Strümpfe dazu? Ähm. Strümpfe habe ich für meine 17. Jahrhundert-Darstellung. Mein Landsknecht hat ähm, ja Strümpfe schon, aber die sind genäht, keine gestrickten oder so. Mhm. Obwohl es die, glaube ich, kamen die langsam auf in der Zeit, waren aber durchaus nicht üblich, denn selbst im 17. Jahrhundert sehen wir die Musketiere und Co. häufig noch mit genähten Strümpfen und nicht mit gestrickten. Ja, genau. Also da bin ich im, im Frühmittelalter auch zum Teil verkehrt unterwegs. Also im Sommer habe ich manchmal. Ähm, auch gar nichts an den Füßen, aber im Winter trage ich auch ganz normale Strümpfe unter den Schuhen einfach. Ne? Das sollte man eigentlich nicht unbedingt, aber da bin ich dann genau, auch. Ja genau, das mache ich ja auch häufig, dass meine Hosen dann einfach nur einen Steg haben, ja. kennen wir auch historisch belegt. Aber ich vermute, dass der Gro einfach angenähte Füßlinge hatte genau. an mhm. für den Lein. Ihr müsst euch das dann irgendwie vorstellen. Also, gerade die Mode im Spätmittelalter, wenn man die Hose anhat, die aber noch nicht von alleine oben hielt, die wurde dann festgenestelt am Wams. Im Prinzip trägt man so einen Strampelanzug irgendwie, ja. mehr oder weniger. Und ich bin aber tatsächlich dazu übergegangen, die meisten Hosen nur mit Steg zu machen und trage da moderne Socken, weil man die eh nicht sieht. Genau. Ähm, außer halt jetzt in den Kumaulschuhen oder so, da geht das halt nicht, weil ja. die sind halt doch sehr weit offen oben, aber und kann dann einfach meine Socken normal wechseln. Ich trage aber auch nach wie vor ähm, eine moderne Unterhose zum Beispiel. Also. Ja, meistens, also ja, im Sommer habe ich auch einfach nur die Bruche an, aber ja, normal im Winter habe ich auch normale Unterhose. Ich trage normal und ich muss auch gestehen, ich möchte, ich weiß nicht, wann die Sendung ausgestrahlt wird, aber demnächst geht es halt nochmal los am Wochenende und ich weiß jetzt schon, wir werden Minustemperaturen nachts haben. Ich habe mir einfach nochmal eine Thermo lange unter Hose Ja. <laughs> ja, meine Güte. Ja, habe ich zum Teil auch, ähm, wobei, ich bin aber auch relativ häufig schon mal in Rüstung unterwegs und dann habe ich halt noch mal so extra Beinlinge drüber und dann wird es oft warm genug, da brauche ich nicht noch was drunter. Ja, ja also. wir sind halt über Nacht und dann weiß ich, man sitzt dann abends irgendwie in der Klosterküche zwar warm hm. Feuer, es wird dann doch schnell lausig so und dann dachte ich ah ne, nimm mal nimm mal eine Thermosatz-Thermounterwäsche mit. Genau, ja. <laughs> sicher ist ja. Also, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, bevor ich friere oder leide. Dann mache ich Abstriche in der Darstellung oder mogel mir da ein zurecht. Also, ja. ich mache das Hobby in erster Linie aus Spaß an der Freude, tatsächlich auch, weil ich Freude habe an der Wissensvermittlung generell. Aber ich möchte nicht drunter leiden. Also, das ist so wie ich will auch morgens meinen Kaffee haben. Vorher braucht ihr mich nicht ansprechen. <laughs> ja? Also, es ist halt so. Ja. ja, wenn wir vielleicht gerade noch dabei sind, also was manchmal nicht so passt. Was man aber einfach hinnehmen muss oder auch tolerieren muss, ist natürlich alles, was so mit Gesundheit zu tun hat. Also, wenn jemand seine Brille hat, dann hat er nun mal seine Brille. Ne? Ich erwarte jetzt auch nicht, dass er unbedingt sich extra ein Spätmittelalter Brillengestell besorgt. Ne? Also, weiß ich nicht, da muss man, glaube ich, drüber hinwegsehen. Ja. Oder Hörgeräte oder sowas, das ist ja sowieso. Ne? Genau. Ne? Bei mir ist es jetzt eher so, dass ich jetzt in diesem Alter komme, wo ich eine Lesebrille brauche. Ja. Und endlich mal einen Sinn habe für so ein spätmittelalter lesebrillenmodell <laughs> Wollte ich schon immer mal haben. Ja. Jetzt, jetzt ergibt es auch Sinn. Ja, jetzt braucht man es langsam. Ja, es geht mir auch so. Seit so, so knappe zehn Jahren wird es immer schlechter. Irgendwann hat meine Frau dann rumgescherzt, soll ich dir das hier hinten hinhalten, dass du es lesen kannst, weil die Arme zu kurz sind. Ne? Und dann braucht man dann einfach auch sowas. Ja, was natürlich grundsätzlich böse auffällt. Im, im, also, auch dem Zuschauer, der sonst überhaupt keine Ahnung hat, wenn du das Handy am Ohr hast oder eine Kippe in der Hand. Das sind ja. natürlich Sachen, die lässt du am, am besten bleiben. Ne? Ja. du ist Also, wenn das eine Veranstaltung ist mit Publikum und Co., dann gehe ich zum Rauchen hinters Zelt. Ja. Dann ist das so. Und joa. ja, das sind halt diese Veranstaltungen mit, mit Publikum. Aber die haben dann meistens ja auch so Öffnungszeiten von bis. Ne? Ja. Wobei oder man stellt sie dann abseits irgendwo hin oder. Ich weiß nicht, es gibt so eine Museumsveranstaltung, oder man hat auf einer Veranstaltung irgendwo einen Pommeswagen oder so einen Bierstand und wenn ich dann mal in dieser Pommesbude stehe oder am Bierstand mir da gerade ein Bierchen hole oder ja. mir da Pommes Currywurst also dann ist für mich auch klar, ey, liebe Leute, ihr seht es ich stehe hier gerade an der Pommesbude, jetzt, jetzt rauche ich hier auch eine, weil ihr wisst doch eh schon, dass... Ja, wird stimmt, trotzdem die oft nicht haben. akzeptiert, ne? Kommt dann trotzdem, ah, guck mal da, der Ritter hat eine Zigarette. Ja, also, ja. Kann, ja und dann kommt immer, da ja, gab es nicht im Mittelalter, wo ich man, mein, ja, aber einen Touristen <laughs> gab es auch nicht, also das... Man muss das müde weglächeln. Genau. Irgendwie. Und dann ist auch gut. Also, Sag mal, Ich gehe da möglichst ja nicht drauf ein, einfach, dann ist das auch schnell gebacken. Die, die, die Leute sagen es ja auch nur, damit sie überhaupt irgendwas sagen Ja, können. klar. Und oft ist es aber ja auch ein Türöffner für ein interessantes Gespräch dann. Ne? Ja, manchmal also, schon, ja. Ne? Weil denen das ja dann auch irgendwie klar ist, dass die Aussage jetzt nicht so hip war. Ähm, oder mehr so eine rhetorische Dödelfrage war. Ja. Äh, das geht dann aber ganz gut. Also, ich finde das legitim so ne und ja. natürlich kommen manchmal im Hobby auch so ganz blöde Fragen aber oft sind es einfach auch Türöffner und dann Leute sind dann doch meistens sehr interessiert also ja. nimmt nee, die Leute ernst auch wenn sie euch manchmal komisch vorkommen also, also Standard hier ist natürlich wir kommen denen ja auch komisch vor liebe Leute ne also das, ja genau man sich ja auch mal irgendwie so bewusst machen ne? also also Standard ist natürlich dass du ähm, ich habe ja oft einen Bogen dabei und habe eine Google auf dann wirst du natürlich sofort Robin Hood genannt ja klar <laughs> Dann findest du das beim zehnten Mal natürlich auch nicht mehr lustig. Aber du hast recht, man kann an der Stelle auch ansetzen, ne? Man kann sagen, ja, ist vielleicht sogar ein bisschen besser, als das in dem und dem Film zu sehen ist und so. Und dann wird ja auch, auch gleich aufs Detail eingegangen. Ja, was haben sie denn da für einen Bogen? Und gab's ja, ich wollte mal sagen, nicht? das sind ja Assoziationen, die sie Leute haben. Mhm. Die kommen ja nicht von ungefähr. Ne? Ja. Also, das kann man ja dann aufgreifen im Gespräch so, ne? Und also die Leute meinen es auch nicht böse. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht mal. Also, ja. ne? hast natürlich du hast du, also blöde Leute hast du immer, aber die ja. habe halt ich nur. Also in Veranstaltungen, die habe ich auch auf der Eisenbahnermesse oder irgendwann. Ne? Also, ja, ja, klar. Halt nee, ich habe das auch schon gehabt, dann habe ich meinen Jungen dabei oder einen davon. Ja, setzen Sie dem jetzt auch einen Apfel auf den Kopf, dann sage ich mal, nee, das ist Wilhelm Tell. Das wird ja auch gerne mal alles durcheinander geschmissen und so. Ja, woher sollen die Leute das denn wissen? Ja, ne? genau. also das, das ist ja, wenn ich mir so, so ein Schulbuch in Niedersachsen angucke und Thema Mittelalter in Klasse 6, da, da wird auch nicht differenziert oder nee. so. Da, da ist Mittelalter einfach Mittelalter. Und dass wir hier über 1000 Jahre sprechen, ist denen meistens nicht bewusst. Oft den Lehrkräften auch nicht, weil nee. die ja irgendwie... Irgendwas auf Lehramt studiert haben, dann Geschichte unterrichten oder so, ne? Also, woher ich auch, soll das Wissen auch kommen? Ja, habe ich auch wirklich erst durchs Hobby gelernt, also der, wie sehr sich die Form äh, der, der Klamotten geändert hat über die Jahrhunderte und dass es doch einen riesen Unterschied macht, ob du jetzt aus dem 13. oder aus dem 15. Jahrhundert kommst, das hätte ich vor dem Hobby auch nicht gewusst wirklich nicht, also das nee, war ne? und daher auch mein beliebtes Beispiel, guckt euch die Hochzeitsfotos eurer Eltern an, ja. und das ist 30 Jahre her oder so, ne, und ja. wir reden halt beim Mittelalter einfach von 1000 Jahren und in 1000 Jahren hat sie unendlich viel getan, ne? ja unbedingt, also genau, also nicht nur nicht nur was die Mode angeht, sondern auch was Techniken und ähm, Erfindungen angeht, ne? also ähm, es ist halt auch so, dass dass dann plötzlich also industriell, na, industriell ist verkehrt, aber dass es halt so Manufakturen gibt, sogar bei den Rüstungen beispielsweise, ne? und ähm, dass dann logischerweise ähm, auch da so, eine, so ein Trend sich so in ganz Europa durchsetzt und so ähnliche Sachen. Also das sind, das sind so Dinge, die wusste ich vorher auch nicht. Ich habe immer gedacht, das wäre halt alles irgendwie Handwerk. Also, das stimmt gar nicht so richtig also du hast nee, halt, ne, genau du, ne? also, Industrie gab es viel und viel Fachleute und, genau. und zwar richtig Fachleute viel mehr als heute ne also ja. so ein Schwert wurde nicht nur von einem Schmied gemacht werden noch ein Schwertfeger und dies und das richtig einen, ganz genau also, also nur, nur gerade bei ein Schwert, den Schwert, den Schwert hat, ne? ja du hast vollkommen recht also beim Schwert ne, heute macht irgendwie der Schwertschmied macht das Schwert ja, das war früher gar nicht so. Es gab einen, der war für die Klinge zuständig und einen, der war fürs Gehilz zuständig und einer, der hat das Ganze poliert und einer hat es ja, noch ich geschärft. Grad sagen. Ne? Gerade die Klinge, die, einer hat die geschmiedet, der Nächste hat sie poliert, der, der ja. Nächste hat sie geschliffen. Ne? Da sind ja schon drei Leute so. Ne? Dann, und dann hast du einen Spezialisten, der ist einfach nur fürs Polieren zuständig. Ne? Das ist ja so wie. Schuhmacher und Schuster. Also der eine baut Schuhe, der andere repariert Schuhe und der Riemschneider schneidet nur Riemen und der Taschenmacher macht nur Taschen so, ne? Richtig. Heute ist es ja eher so, du hast dann einen im Hobby, der macht mit Leder und dann weißt du, jo, von dem kriegst du vom Biss irgendwie, ne? Aber so war es ja damals nicht gewesen. Nee. Ja, und ähm, das ist halt, sag ich mal, auch noch so ein Vorteil von dem Hobby, finde ich, wenn man es ein bisschen ernster nimmt dass diese Handwerkstechniken ein bisschen am Leben gehalten werden, dass man, dass es nicht ausstirbt, dass man sogar im Gegenteil manche Sachen wieder entdeckt und dass man das auch wertschätzt und das finde ich halt, das ist ein wirklich positiver Aspekt von dem Hobby. Definitiv, ne? Und man sieht es ja auch, es gibt ja diverse TV-Serien, der letzte seiner Art oder so, wo alte Handwerksberufe ja. nochmal dargestellt werden. Diese Sendung erfreuen sich großer Beliebtheit Richtig, auch. Richtig, ja. Ne? So. Weil es auch interessant ist, jemanden nochmal zu sehen, so über die Schulter zu schauen. So ein alter Mann, der schon weit über 80 ist, aber immer noch Wagenräder herstellt. Ja. Und auch da körperlich noch mit 80 den krass, das mache ich mit 44 nicht. Ne? Ja. Und das ist faszinierend einfach, ne? Absolut. Deshalb, viele sollen sagen: oh Mensch, das, das ist aber teuer. Meistens könnte er aber dann erahnen, wenn irgendwas so richtig teuer ist, dann ist das meistens auch richtig gut tatsächlich im dann, Hobbybereich. Ist ja. meistens ja tatsächlich so. Da steckt auch wirklich viel Arbeit dahinter und auch viel äh, Expertise, die du ja auch mitbezahlst. Ne? Das kommt noch hinzu, ne? Ja. Oder ich sage wenn wir vorhin diesen Bereich Schuhe hatten, ich hatte noch nie so für mich selber die Idee Schuhe selber zu machen. Nee, ich auch nicht. Weil ich immer so überlegt hatte, bis ich ein paar Schuhe habe, was mir gefällt, wo ich sage, damit bin ich zufrieden, ja. mussten aber schon drei Rinder sterben irgendwie, weil ich dann <laughs> schon mehrere Exemplare hatte, die dann nicht so toll sind. Und das kostet ja auch alles Geld. Ja. Und das Werkzeug, was du brauchst, kostet Geld und Co. Und wenn ich das dann alles mal zusammenzähle, ja, dann kann ich mir auch alle paar Jahre beim Schuster meines Vertrauens mehr Schuhe machen lassen. Ganz genau, ja. Es gibt natürlich einfach Sachen, die sind nicht günstiger, wenn man sie selber macht. Das, nee, es so, ist, ist einfach so. Ja. Bis du die Materialien zusammen hast und du machst ja dann ja nur einen Schuh für dich, vielleicht zwei Schuh, aber du machst es ja nicht gewerblich oder wie auch immer in großer Masse, und dann lohnt das einfach nicht, glaube ich auch. Ne? Also das, Unbedingt. kann man auch einfach kaufen. Ja. Ist meine ja. Empfehlung zumindest so. Ne? Man muss nicht immer alles selber machen. Richtig, ja. Ja, wie gesagt, es steckt halt auch ganz viel Erfahrung und Expertise drin. Also, ich nur mal als Beispiel einen Freund von mir, der auch einen YouTube-Kanal hat, Felix der Ritter. Ähm, ein kleiner Kanal auch noch, aber... Hat die auch schon zu Gast. Ja, der macht seit Jahren selber einfach, weil es ihm Spaß macht, Rüstungen. Der hämmert einfach ein Kürass und macht Brigantinen und so weiter. Und wie, wie lange der jetzt schon Arbeit da reinsteckt, bis der... Ne, und dann hast du natürlich auch eine Expertise, welches Material nimmst du, wie viel musst du nehmen, damit das dann so passt und das, wie, welche Nieten nimmst du und... Ähm, was gab es denn dann wirklich und wer hatte was an? Und also, du liebe Güte. Das ist das eine ist Wissenschaft auch bei für Lieben sich. Felix, schöne Grüße gehen raus, auch so eine richtige Lernkurve zu sehen, wenn du siehst, was er früher gemacht hat. Absolut. Was er gemacht hat. Die Sachen werden ja auch richtig gut mit Die werden immer oder? besser, na klar. Ja, ja. ja, ganz genau. Ja, und so geht es uns hoffentlich allen, die in dem Hobby ein bisschen weiterkommen wollen, dass wir immer besser werden und dass wir uns irgendwo nicht hinsetzen und sagen, so jetzt bin ich so weit, das ist jetzt der Stand und da bleibt es auch bei. Also ich will, wenn es geht, Jahr um Jahr immer ein bisschen besser werden und ich glaube, den allermeisten geht es auch so. so Von daher kann ich nur sagen, guckt euch weiter Keines Weibes Knecht an, da kriegt ihr ganz viele Anregungen, da kriegt ihr auch immer wieder Experten zu hören, die was ähm, kennen, die, die in dem Hobby einfach noch weiter sind. Ja, aber sein Talk aus der Wachstube lebt ja davon, dass ich meist Leute einlade, die mehr Plan haben als ich von der ganzen Geschichte. Ja. Ähm, Finde ich auch völlig legitim. Und das ist auch so mein Tipp an euch, liebe Leute. Fragt ruhig nach. Ja. Also, die Leute beißen alle nicht. Und die, Im Gegenteil, die meisten möchten gerne mal gefragt werden. Die, die meisten machen das Hobby aus dieser Motivation der Kids <laughs> vermittlung ne? Und sie also wollen Leuten was beibringen. Das ja. sind alles so kleine Idealisten auch ja. da, versteckt in diesem Nerdtum. Und selbst die, die ihr vielleicht a nennen würdet oder so, fragt sie mal nach, die meisten sind ganz lieb und richtig gerne weiter. Und richtig, ja. Ich habe da manchmal Leute kennengelernt, wo ich dachte, krass, da habe ich eine einfache Frage und ich bekomme das fundiert mit Quellen, alles um die Ohren gehauen. Da dachte ich, super, so genau wollte ich das schon gar nicht mehr wissen. Ne? Aber <laughs> ich, ich bin dann manchmal so begeistert, mit was für Leuten. so Es gibt ja Leute, die, die haben auch ihren Computer besser im Griff mit ihrer Dateiablage. Ne? Die haben dann Datenbanken bei sich zu Hause mit allen Drum und Dran und können dann auch sehr schnell weiterhelfen. Ja. Finde ich faszinierend. Lege ich mir auch Stück für Stück mehr zu. Auch das ist was, was da halt was unverzichtbar ist, dass du möglichst schnell irgendwas finden willst zu einem bestimmten Thema. Ähm, da kommst du gar nicht drum rum. Einfach du, du guckst einfach, auf welchen Webseiten findest du sowas schneller und manches legst du dir lokal an und dann wächst natürlich auch das Bücherregal. Ne? Und ich wollte sagen, es fängt ja dann irgendwie an einem Hobby. Anfangs dachte ich gut, du machst Mittelalter. Dann dachte ich gut, jetzt machst du Spätmittelalter. Dann denkst du gut, du machst Spätmittelalter in Norddeutschland. Dann machst du irgendwie überlegst du, was genau stellst du denn tatsächlich da in Norddeutschland? Dann kriegst du irgendwie, ah oh, gut, machst du irgendwie einen Kriegsknecht oder so. Was hat er denn gehabt? Was hat er denn genau gehabt? Was hat er denn tatsächlich in Bremen gehabt? So, ne? ja. also, so, Haut man sich Stück für Stück immer näher ran. Und dann hast du plötzlich dann Niederschriften aus irgendwelchen Zeughausbüchern, wo dann genau Beispiele sind, die man dann heranziehen kann. Irgendwie Becker Müller hatte gehabt, zu so Musterungen. Helm, Handschuhe, dies und das, so, ne? und dann warst, ah, so lief das. Also macht die Sache ja auch so unendlich spannend dann. Absolut. Vor allen Dingen, jetzt hast du plötzlich wirklich eine Verbindung in die Vergangenheit und du kommst ja nicht mehr vor wie jemand, der nur Fasching macht, sondern jetzt bist du einfach auf dem Weg, also ich sag mal, zu verstehen, wie die Leute gelebt haben, was sie zur Verfügung hatten. Ähm, und, und das kannst du dann halt einfach besser nachvollziehen. Ja, und, und mich persönlich reizt es tatsächlich so regional wie möglich. Hm. Irgendwie. Also, also ich finde das schön, dass ich nach und nach immer mehr ein sage, ich mache hier eigentlich nicht das europäische oder nicht das deutsche, sondern das norddeutsche Mittelalter. Und habe mich zeitlich auch sehr eng eingegrenzt. Und, wenn ich dann Belege oder Funde sogar für noch ganz dicht an meiner Heimat finde, freut mich das immer total. Ja, großartig. Ja, finde ich auch toll. Geht natürlich im Spätmittelalter etwas besser als in früheren Epochen, ne? Ja, also, und es geht natürlich, wenn du, was du, ich, in Nürnberg wohnst und du willst eine Darstellung machen, für Nürnberg passen auch besser, als für eine Darstellung für ein Dorf Puselmuckel, was irgendwo zwischen Bremen und Hamburg liegt, ne? Ganz klar. Ja. Das ist einfach so. Und ja, ähm, Letzte Frage vielleicht noch, dann kommen wir auch mal so ganz langsam zum Ende. Würdest du ähm, sagen, ich will nicht mehr darstellen, als ich selber bin? Oder sagst du, ich, ich, es würde mich auch mal reizen, so einen, ja, einen, einen großen Kaufmann oder einen, weiß ich nicht, sogar einen Grafen oder sowas darzustellen? Der also, oh, große Kaufmann oder Graf reizt mich nicht so sehr. Bei mir sind es tatsächlich häufig ähm, Darstellungen wie der Kriegsknecht, Kanonier, ach, die waren schon nicht ganz unten. Und bin aber im privaten Leben halt Kriegsdienstverweigerer, habe Zivildienst gemacht. Mhm. Ne? Also, das ist ja schon was anderes. Das als, ist ein bisschen anders, ja. Mhm. Als das, was mein privates, persönliches, naturell ist schon, ne? Ja. Ja, okay. aber, aber ähm, nur weil ich Kriegsdienstverweigerer bin und Zivildienst gemacht habe und auch ansonsten Pazifist bin, Spiele ich auch ganz gerne mal einen Ego-Shooter am Rechner. <laughs> ja, gut, ja. okay. Ne, das kann man ja verstehen. Ich, ich spiele das halt, ne? Also, ja. das ist ja auch schon nicht ich, was ich da dann, also, ja. das, was ich da im Spiel darstelle, ist ja auch nicht ich. Okay, aber das kann man natürlich auch gedanklich gut trennen, denke ich. Also, selbst Kinder haben eine gute Unterscheidung zwischen Spiel und Realität. Das glaube ich auch, ne? Ja. Und so ist es schon, dass ich da eine andere Gesellschaft sich darstelle, als ich im privaten Leben sonst bin. Mhm. Ja. Aber ich hatte noch nicht die Intention gehabt. ich mache hier mal was ganz Großes und Hause so richtig ein auf dicke Hose. Ja, aber also ich kenne zum Beispiel auch Leute so ich sag mal jetzt im Frühmittelalter die sagen ne Slave interessiert mich viel mehr. Also ich gehe mal lieber Richtung Ruß oder sowas oder ich habe halt auch mal eine ganz andere äh, Region also ne. Also ich glaube im Frühmittelalter ist die Verführung schnell eine Darstellung zu machen, die in Richtung Oberschicht geht. Weil du dann spärlich Funde hast, und die Funde, die du häufig hast, kommen aus der Oberschicht. Ja, das ne? stimmt. Wenn du dir, was ich diese berühmten Fürstengräber, oder Kriegergräber anguckst aus Norddeutschland oder so, aus dem Frühmittelalter, wo dann die Krieger liegen, die sowohl eine Sparta Ganz als klar. auch ein langes Sachs im Grab haben und so, das war nicht der Nobody, der nee. da begraben liegt. Ne? Und wenn ich mich an diesen Grab orientiere, dann bin ich irgendwo in der Oberschicht angesiedelt. Ne? Ja, ja, sicher. Aber ja. diese Gräber sind viel besser publiziert, beziehungsweise in einem Grab der Unterschicht lag einfach auch nicht so viele drin. Das wort dann schnell langweilig, das darzustellen. Ja. Naja, klar. Glaube ich, das ist so, dass sich so die Szene da in dem Bereich so entwickelt hat. Wobei, ich kenne auch ein paar, die sagen: Nee, will ich nicht, mir reicht die kleine Axt und ein Sachs und. Ähm, ja, kenne ich auch, definitiv. Ne? Also das, ja, und ich finde ja auch beides okay. Ja. Also, man hat nur manchmal das Gefühl, dass manche Schichten inflationär stark vertreten sind. Ja, klar logisch also speziell im Frühmittelalter da hast du schon völlig recht aber ich denke im Spätmittelalter ist auch mehr so dass man sich so an der Mittelschicht orientiert gibt wenig Fürsten und noch viel weniger Bettler also ne? ja weil diese Intention auch irgendwie also ich habe sowieso das Gefühl wenig Leute gibt es die wenn sie sagen Mensch, ich fange an eine Geschichtsdarstellung irgendwo im Mittelalter zu machen die sofort sagen Mensch, ich mache hier eine Darstellung 1483 oder irgendwas oder nimmt sich ein, ein spezielles Ereignis im Spätmittelalter ähm, und rutschen da die Zufall rein. Also die Leute, die da in diesem Bereich unterwegs sind, die haben sich oft schon in anderen Epochen Gedanken gemacht. Und die Mittelschicht im Spätmittelalter ist ja auch sehr gut dokumentiert tatsächlich, ne? Ja. Eben. Und sie ist auch durchaus weit gefächert. Also da kann man schon auch. Ähm, größeres Spektrum abbilden. Ne? Also schon und es ist auch tatsächlich so, dass die Oberschicht darzustellen im Hobby auch teurer ist. Unbedingt. Ja, ja auf also jeden es Fall. Es geht ja bei den Stoffen schon los mit Seide, kohle hast du nicht gesehen. Ja. Also da ist schon allein der Einsatz an Rohware ja schon wesentlich teurer als in der Mittelschicht oder Unterschicht. Das ist ganz sicher so. Und ich habe also bei meiner militärischen Darstellung ja auch am Anfang schon gesagt. Ich habe kein Pferd, was soll ich jetzt als Ritter? Ne? Also, ne, so ganz ohne Pferd sieht es immer komisch aus. Wenn du so so noch, ist es. Ein Ritter ja. ohne Pferd ist kein Ritter. Ne? Ja. Also ein fränkischer Panzerreiter ohne Pferd ist halt irgendwie kein fränkischer Panzerreiter. Richtig, ja. Und das, und das bei Fürsten natürlich erst recht so. Also, auch da brauchst du eigentlich nicht nur Pferd, sondern auch Hofstaat. Da brauchst du auch Leute, die hinter dir herwuseln und dich ja. von vorne und hinten bedienen. Ja, wobei ich jetzt nicht sagen will, das ist nicht möglich. Also man kann auch eine Reiterkriegerdarstellung machen ohne Pferde. Also man kann ja auch einen ja. Sattel zeigen und die sind also da, das ist alles möglich. Also ich will das auch niemandem ausreden. Ne? Und man kann auch mal ganz gut ganz hohen Adeligen zeigen ohne das ganze drumherum, weil wenn wir uns da irgendwie festnageln wollen, dann gibt es ganz viele Sachen, die einfach unrealistisch darzustellen sind. Das sind sie irgendwo immer. Ne? Also wenn ich jetzt umgekehrt an der am, am unteren Rand äh der Gesellschaft bin, dann ziehe ich mir auch nicht erst mal fünf Zähne. <laughs> so ja. damit es auch historischer aussieht. Also müsste ich ja dann auch ein bisschen also gesundheitlich deutlich deutlich schlechter darstellen. Ähm, Na, also diese historische Darstellung an sich ist halt permanent so eine Kompromisslösung. Ja. Wenn ich mir so, so eine Mittelalterveranstaltung angucke, selbst eine gute. Irgendwo muss der Darsteller nun mal pennen. Also haben wir haufenweise Zelte. Das hätte es damals in diesem auch Ausmaß nicht, ja. so nicht gegeben. Ja. Und also es sind ja ganz, ganz viele Kompromisse einfach ja. ständig vorhanden irgendwo. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Das, wir wollen das auch um Gottes Willen, dass das hier nochmal nicht, dass das verkehrt rüberkommt, auch keinem Ausreden, wer sich gerne mal äh, als Fürst versuchen will oder. Äh, eine Grafendarstellung oder sonst was, der soll das bitte sehr machen. Der, ja, da will ich auch keinen... Irgendwie es gibt auch überzeugen. ganz, ganz tolle Darstellungen tatsächlich in dem Bereich schon. Ne? Also gar, das ist, es, gibt auch tolle es gibt auch tolle Ritterdarstellungen ja. ohne Pferd. Gibt es. Ich habe es nur für mich so entschieden. Ne? Ich habe mir halt gesagt, ähm, ich habe keins und dann will ich halt eher einen Infanterist darstellen. Was gibt es denn da? Ja, zum Beispiel Bogenschützen, Armbrustschützen, solche Leute. So, Das war so das, was ich dann halt einfach deswegen angefangen habe. Ja, 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 man ist so ein bisschen mit seinen Möglichkeiten. Also, ja. irgendwann dachte ich auch, willst du immer so ein Handbüchsenschütze sein? Ja, jetzt steht in der Scheune halt das große Kammergeschütz. Ne? Aber man, man wächst da halt so rein plötzlich. Ne? <laughs> ja. ja, gut. Also, mit Familie, da musst du natürlich dann auch, auch wieder Kompromisse machen, musst du sagen, machen es die Kinder überhaupt mit? sagt die Frau an der Stelle nicht so, jetzt reicht es aber. Und, äh, na, und das zu Recht vermutlich. Also das ist einfach auch so. Es sind ja auch finanziell ein paar Kompromisse immer da. Also wenn ich all das hätte, was ich gerne kaufen würde, wäre ich zweivermögenlos. Das ich wollte gerade sagen, ich, ich bewundere ja auch so Familien manchmal, wenn du so siehst, wo Mann und Frau samt Kinder alle da vorne ja. dahinter stehen und da alle so richtig Bock drauf haben. Die reißen und rocken ja auch viel mehr als... Für dich alleine ja dann machbar wäre manchmal auch. Ne? Richtig, ja sieht, na klar, es hat noch mal ein anderes Bild. Ja, oder bei mir hat sich die Hobbylandschaft halt gewandelt, dadurch, dass meine Kinder aber mittlerweile größer sind und ich habe alleine unterwegs bin mhm. jetzt, ne? und auch wieder viel mehr machen kann generell als früher, so also, weil ich nicht gucken muss, wo bleiben denn die Kinder, wenn sie nicht mit wollen, ne? So und ist es Sachen. ja klar. Ja klar, dann musst du weniger Kompromisse machen und du hast natürlich auch ein bisschen mehr Mittel zur Verfügung. Das ist ja logisch. Ja, und du bist für dich flexibler dann. Das ja. Zelt kann klein sein ja. und du musst dich nicht so viel um dies drumherum, sondern musst dich nur um dich erstmal kümmern auf der Verantwortung ja. und klarkommen. Macht dann vieles auch entspannter. Ja. Wobei ich, das niemand ausreden möchte. Nee, also hat beides. Mit Familien so, also als mein Großer noch ganz klein war, war da halt häufig mit. Und da war der halt noch so richtig klein halt. Ja. War auch schön, so ist es ja nun nicht, ne? Aber Genau. Hat beides, also ne, so seine Vor- und Nachteile einfach, ne? Kann beides toll sein. Ja, ja also ich würde doch so ganz langsam mal zum Ende kommen. Ich denke, wir haben das ganze Thema auch schon ziemlich umfangreich abgehandelt. Ähm, bleibt mir nur ganz, ganz, ganz herzlichen Dank zu sagen dem Eike, ja, dass er sich hier bereit erklärt hat und einfach auch ganz viel aus seiner langen ähm, Zeit als, als Reenactor hier erzählt hat. Kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Und gerne wieder, ne? Auf jeden Fall, umgekehrt ebenso. Okay. Tja, dann äh, dir noch ein schönes Wochenende und vor allen Dingen auch eine, eine möglichst interessante Saison, denn das geht ja jetzt erst wieder los, so richtig. Ja, ich bin nächstes Wochenende schon wieder im Geschichterlebnisraum in Lübeck. Aha. Da kommt, ich, da kommt das Fernsehen vorbei. Genau, und meine erste Veranstaltung wird auch schon wieder in Haitabu sein, da bin ich auch im Norden. Wann, wann bist du denn da? Ähm, da bin ich Ende April. Warte, lass mich gerade nachschauen. Weil ich war zuletzt in Heiterbu, da konnte man da noch nichts machen. Ähm, war seit über 20 Jahren nicht mehr in Heiterbu. Ja, ich bin an dem Wochenende 21. bis 23. April bin ich in Heiterbu Und vorher, das Wochenende davor, ist schon Wikingermarkt. Äh, ich glaube, bis zum Dienstag, dem 18. Also wer sich für die Wikinger interessiert, der wird ähm, in dieser dritten Aprilwoche in Heiterbo garantiert tolle Sachen finden. Zweite, dritte Woche, je nachdem. Und ähm, wie gesagt, Wochenende 21. bis 23. bin ich auch dort. Da treffe ich mich mit anderen und übe Schwertkampf mit großem Wikingerschild. Ja, im Frühmittelalter ist bei mir in der Sendung bisher noch so unterrepräsentiert gewesen. <laughs> das ist eigentlich so skurril, weil ich ja ursprünglich aus dem komme. Weil du eigentlich daherkommst, ne? Ja. ja aber ja, also wie gesagt, ansonsten bleibt mir nur vielen vielen Dank für den schönen und, und sehr kurzweiligen Abend. Ich Habe wieder ja, einiges ah, gelernt und das schon rum, glatt, Und glatt. ich bin jedes Mal wieder verblüfft, wie ähnlich wir uns in, im Ansatz sind. Ja. ja. Ich auch. Ist die gerade mein Kamerabild ist voll dunkel, ist das richtig? Ja. ein ja, bisschen, aber ja. macht ja nichts. Okay, ja, auf jeden Fall. also wenn du noch mal Zeit hast, dann komme ich gerne mal auf dich zurück für eine Sendung. Ja. Ja, schauen wir mal, was da für ein Thema passt, ne? Weil ich bin halt auch, wie ich so sage, immer kein, ich bin so ein Universaldilettant. Also ich bin ja, kein absoluter halt Expert. Ich bin so ein Universaldilettant und meine Gäste sind es mittlerweile immer so gewohnt, so alles so wissenschaftlich. Von ja, ja, und da fällt da was wollt ihr von mir, ne? Genau, ja. Aber ich suche mir dann halt auch Leute, die so richtig was, was äh, wissen. Also ich habe jetzt zum Beispiel dem, bei dem zweiten Podcast hatte ich eine, die sich mit Kräutern auskennt. Unglaublich, ne? was die da aufgefahren hat. Ich habe ich hab gesagt, normal, ich laufe dann an so einem Grünzeug vorbei am Wegesrand und für die ist das ein Lebensmittel. <laughs> so. Ja, ja, ja. Geht mir auch immer so. Da gibt abgefahrene Menschen in dem ja, Bereich. Völlig, völlig abgefahren. Ja, also dann, wie gesagt, vielen, vielen Dank und ähm, wir bleiben in Kontakt. Ne? Perfekt. Dankeschön. Dank Tschüss. Spaß Schönen Bis Abend. Tschüss.